So, und damit sagen wir herzlich willkommen zur Humanas Sportstunde, die Sportstunde, die man nicht schwänzen darf, zu der man aber auch keinen Turnbeutel mitbringen muss. Und damit sage ich herzlich willkommen an Mario Kalnick, herzlich willkommen an Holger Stahlknecht und natürlich herzlich willkommen unserem Publikum hier heute im Stadion. Ja, eine Sportstunde, bei der man sitzen darf, das ist sozusagen Passivsport, den wir alle sehr, sehr gerne machen. Jetzt fragen sich viele, warum ist der Innenminister eigentlich dabei? War das im früheren Leben eine Riesensportskanone? Ich sage erstmal die erste Begründung, weil der Sport in Ihr Ressort fällt, richtig? Weil der Sport in mein Ressort fällt und weil ich mich hier beim FCM sowieso wohlfühle. Herr Kalnick, heute so eine große Runde. Jetzt gibt es viele Fragen, das weiß man, so um den FCM, die auch im organisatorischen Bereich sind. Wenn man Politiker neben sich hat, so einen wie Herrn Stahlknecht, und sagt man, das Manager, und guckt ihn sich so von der Statur an, was wäre das jetzt eher für ein Typ, den Sie für eine Mannschaft einkaufen wären? Eher so der Horst Rubisch für die Mittelstürmerposition oder vielleicht eher so ein Abräumer für die Abwehr? Wie schätzen Sie ihn charakterlich und sportlich ein? Ja, charakterlich steht es mir nicht zu, ja, Herrn Stahlknecht einzuschätzen. Ich bekomme es mit, halt, wie er in seinem Job wirkt. Und da kann man einfach nur sagen, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt auf der Position. Und ich darf auch sagen, das sehe ich nicht nur vom Sport aus, sondern auch wirklich als Bürger dieses Bundeslandes. Und wir sind froh und stolz auch darüber, dass wir Herrn Stahlknecht als Innenminister haben. Und ja, wo wir ihn einkaufen würden, universal einsetzbar, würden wir sagen, ja, wenn möglich hinten, aber auch vielleicht auch vorne mit der Statur. Ich denke, da geht einiges. Das sagen ja in der Politik auch der ist universal einsetzbar. Ich habe früher im Tor gespielt, okay. Die Frage zu beantworten. Ja. Also einer, der ihn auch mal in die Hand nimmt. Auf der anderen Seite, Mario Kalnick, man weiß ja fußballerisch, was er drauf hatte. Jetzt weiß man auch, was er organisatorisch drauf hat, was er auch managen kann. Wenn Sie mal so ein Kabinett zusammenstellen und dann am Ende sagen, der ist in der Politik, was wäre das für einer? Für welchen Ministerposten wäre ein Mario Kalnick geeignet? Also ich denke, Wirtschaft vor der Kompetenz und vor der Durchsetzungsstärke und Dynamik Finanzen. Ich weiß immer, Herr Kindermann hat das immer gerne gemacht. Jede Anrede bei Mario Kalnick war immer Mario Kalnick, Vorstand, Sport und Finanzen. Das hat er auswendig gelernt. Das hat er wirklich, ich glaube, das hat er auch heute noch drauf. Also Herr Kindermann vergisst viel, aber ich glaube, das vergisst er wirklich nie wieder. Ja, es ist halt so, also was einen dann schon wurmt, weil wenn man sich mal so eine Organisation vom Fußballverein anschaut, dann ist halt so, man wird öfters verschiedens betitelt und ich denke, das ist aber am Ende des Tages schon die richtige Bezeichnung, weil das trifft ja auch meinen Job hier in diesem Verein. Natürlich jetzt als Geschäftsführer der 1. FC Magdeburg Stadion Sport Marketing GmbH, das kommt noch dazu, aber Fakt ist, der Sportdirektor, das ist eine ganz komplett andere Funktion, ja, die haben wir noch nicht, das muss man auch deutlich sagen, die arbeiten wir gerade auf, da haben wir einen Kandidaten mit dem Mike Franz, kann man ja auch offen sagen, den wir dahin führen wollen, aber das ist nicht mein Job, vorrangig Sportdirektor. Ich habe das nebenbei jetzt in den Jahren mitgemacht, weil wie gesagt, wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir sagen, wir waren finanziell nicht so auf Rosen gebettet und von daher war es einfach meine Verpflichtung, ist auch weiter meine Verpflichtung, dort das Augenmerk drauf zu haben, aber wir wollen dort uns spezialisieren. Das war eigentlich was, das wollte ich ganz zum Schluss fragen, ob da nicht Mike Franz einer dafür sein könnte und ich dachte, das ist jetzt für die Kollegen der Volksstimme dann am Ende die große Schlagzeile, das hat es eigentlich schon verraten, das ist auch ganz cool. Herr Stahlknecht, Sie sind so auf der anderen Seite des Zauns geboren, in Niedersachsen. Jetzt sind Sie für Sport zuständig, jetzt leben Sie aber in einem Land, das früher, ich frage mal so, wie Sie das früher gesehen haben, wenn Sie Ihr Westfernsehen angemacht haben, es liefen Olympische Spiele. Und Sie wussten ziemlich genau, ja, wir haben auch einen Jürgen Hingsen im Zehnkampf und wir haben noch einen Dieter Baumann, den gab es da auch schon. Aber ansonsten gewinnen diese Ossis da drüben eigentlich fast jede Medaille. Im Schwimmen stehen die teilweise auf Gold, Silber, Bronze. Ist man da schon mal ein bisschen neidisch geworden? Nö, das hat mich nicht so gestört. Aber bei der Weltmeisterschaft 1974, da war ich noch nicht 10 Jahre alt, da habt ihr gegen uns 1-0 gewonnen. Das fand ich ein dickes Ding. Und da habe ich mir damals natürlich nicht vorstellen können, dass ich mal irgendwann in dem Teil mal selber lebe und zu Hause bin und die kennenlerne, die uns damals einen eingeschenkt haben. Insofern ist das doch schwer in Ordnung, ja. Aber beim Fußball sind die Verhältnisse ja relativ gleich gewesen. Da haben beide Seiten relativ viel reingepulvert, um groß international mit dabei zu sein. Leichtathletik sehen wir ja heute. Das ist ein schweres Feld. Turnen, andere Sportarten, Schwimmen, Kanuten, also alles, was olympisch ist. Und das war schon eine relativ respektable Leistung. Es waren ja auch immer dieselben Länder vorne. Heute sehen Sie das ja selber, dass diese Erfolge einfach nicht mehr so kopierbar sind, dass das nicht mehr nach
zu holen ist. Was müsste denn aber der Sport in Deutschland tun, damit solche Sportarten auch wieder nach vorne gebracht werden können? Damit es sich dann auch lohnt, Olympische Spiele zu schauen, denn ohne Helden guckt doch keiner mehr zu. Na gut, zunächst mal ist die Sichtung wichtig. Da war das zu DDR-Zeiten besser und auch einfacher, dass man frühzeitig erkannt hat, wer hat Talent und auch Befähigung. Das hat hier, nehme ich mal unser Bundesland, lange gehakt aus datenschutzrechtlichen Gründen. So kleinkariert ist manchmal die Welt, weil man gesagt hat, dass Daten von Kindern nicht weitergegeben werden dürfen. Das haben wir in der letzten Legislatur unter meiner Verantwortung wieder geändert. Das ist der eine Bereich, frühzeitig zu erkennen. Dann muss man auch wiederum sagen, zu DDR-Zeiten war Sport Staatsangelegenheiten. Es war Staatssport, das muss man fairerweise auch sagen. Da sind wir ein Stück weit von entfernt. Und unser föderales System mit ganz unterschiedlichen Interessen macht das Leben manchmal auch schwierig, weil das auch persönliche Eitelkeiten sind. Das sage ich auch mal ganz deutlich. Und da hat sich jetzt auch der DOSB auf einen guten Weg gemacht, indem man eine Reform auf den Weg gebracht hat, die zu einer höheren Konzentration führt. Und wenn Sie Olympia nehmen, dann treten die Sportler nicht für Halle oder Magdeburg an oder nicht für Leipzig oder nicht für München, sondern die treten an für Deutschland. Und in China weiß sowieso keiner, so schön diese Stadt ist, wo Magdeburg genau liegt, sondern da ist entscheidend, dass Deutschland gewinnt. Und insofern müssen dann auch Eitelkeiten von irgendwelchen Bundesländern mal zurücktreten. Und man auch hier in Sachsen-Anhalt haben wir ja diesen besonderen Effekt, dass Halle und Magdeburg sich so lieben, nicht nur im Sport. Und wir deshalb immer alles doppelt abbilden müssen. Das kostet ja auch Geld. Und da muss man auch mal über diese Effekte reden. Da bin ich schon ganz kritisch. Nicht? Manchmal gibt es ja so das Glück der späten Geburt, dieses 1:0, Mario Kalnick, das haben Sie nicht erleben können, nicht bewusst. Dieses besagte, dass sich Herr Steinknecht gerade so aufgeregt hat. Aber in den jungen Jahren sind irgendwo geboren, ich glaube, BSG Aktive Schwarze Pumpe. Das war so der erste Verein. Aber es gab ja trotzdem auch diese Helden, die man damals hat. Sonst wäre man nicht zum Sport gegangen. Sonst hätte man sich nicht die Turnschuhe angezogen. Und war Fußball der einzige Sport, den Sie gemacht haben als junger Mensch? Nein, natürlich nicht. Also ich bin sehr sportlich unterwegs, mache sehr viele Sportarten und als junger Mensch bin ich dann mal kurz abtrünnig geworden, dann bin ich mal zum Handball gegangen, so wie es dann klassisch war, so ein Schulhandballturnier mitgespielt und da hat man mich ins Tor gestellt und dann habe ich dort keine schlechte Mimik abgegeben und am Ende des Tages wollte man mich unbedingt zum Handball lotsen, da gab es dann noch ein Gespräch mit dem TZ-Leiter damals und. Und zum Glück hat mein Vater damals aber dann gesagt, nee, der Junge bleibt mal schön beim Fußball. Und weil ich war damals auch ein bisschen unentschlossen und ich denke, das war aber am Ende des Tages für mich der richtige Weg. Ich hatte das auch mal, entscheide ich zwischen Handball und Fußball. Und dann hat mir aber ein Trainer gesagt, Bengel, du wirst nicht viel größer als 1,75 Meter werden. Und ganz ehrlich gesagt, beim Handball, du bist auch noch Rechtshänder, bist du links außen. Alle, die in deiner Größe sind, bleiben am Ende links außen. Wahrscheinlich sitzt du auf der Bank, spiel lieber ein bisschen Fußball und mach ein bisschen Leichtathletik. Was haben sie noch so für einen Sport gemacht, außer jetzt Handball, Fußball, die beiden Sportarten, also wo man im Team ist. Gab es auch was, wo man so sich mal als Einzelner durchsetzen musste? Ja, als damals schon, wenn man sportlich aktiv war, ja, dann auch gerade dann durch den Fußball, dann wurde man natürlich in der Schule für jeglichen Wettbewerb eingeteilt. Das haben wir damals die Sportlehrer noch gemacht, dann wurde man eingeteilt und ich kann mich da gut erinnern, dann hat mal meine Sportlehrerin zu mir gesagt, du gehst jetzt hier wir machen einen Skilanglauf-Wettbewerb und da bist du mit in deine Altersklasse eingeteilt. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Ski unter den Schuhen zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich da mitgemacht und habe auch gekeult wie ein Wilder, war fix und fertig ins Ziel gekommen und danach war Siegerehrung und man rief Platz 1 auf und da war ich, aber es gab kein 2 und 3, weil ich war der Einzige in meiner Alterslasse. Herr Starknecht, wie sind Sie denn ins Tor gekommen? Gibt es ja immer zwei Geschichten, die Fußballer erzählen, wie jemand ins Tor kommt. Entweder, weil er kein Fußball spielen kann oder war es wirklich schon damals wegen Körpergröße und allem gesagt haben, der Starknecht, das ist genau der Richtige, der hält uns die Bude sauber. Nee, das war damals so, es gab Sepp Maier und den fand ich ziemlich cool damals und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könntest du das auch mal versuchen. Da war ich in der Schulmannschaft und irgendwie, das war so ähnlich wie bei Ihnen, beim Handball habe ich den einen oder anderen Ball da auch rausgeholt und dann war ich mit einmal dann in der Schülermannschaft Torwart und da gab es für mich nichts anderes. Und wir haben dann auch so Straßenfußball früher gespielt, da gab es gar nicht, auch nicht so viele Sportplätze, das weiß ich noch wie heute, in der Nachbarschaft gab es einen Garagenhof. Und es gab nichts Schöneres, als so eine Garage eines Garagenhofes zum Tor zu nehmen. Und ich musste die Dinger immer ordentlich halten, denn wenn ich die nicht hielt, knallten die gegen das Tor, dann schrie mein Nachbar oben runter, ja, dessen Namen ich heute noch weiß und der uns Kinder dann vertrieb. Und so haben wir auf der Straße gespielt und hinterher dann eben auch in der Schulmannschaft und Auswahlmannschaft. Und ich habe dann im Tor gestanden und das letzte Mal habe ich Fußball gespielt. Ich spiele heute manchmal noch so zum Spaß in solchen Mannschaften, wenn man so ein Amt hat, mal mit.
Dann, ich war ja zwischendurch noch mal Berufsoffizier gewesen, ich glaube, das war so mit 28, 29. Da habe ich so einen Tritt gegens Bein gekriegt, dass ich so ein Ei hatte. Und da habe ich mir gesagt, irgendwie mal der Zeitpunkt aufzuhören und habe mich dann nur noch aufs Laufen verlegt. Und das mache ich heute noch. Ich habe mal bei transfermarkt.de reingeschaut. Also Mario Kainig war 100.000 Euro wert. Das habe ich noch entdeckt. Bei Herrn Stahlknecht war jetzt kein Wert zu sehen. Vielleicht sollte er auch geheim bleiben weiter. In welcher Liga haben Sie gespielt? Bis wohin haben Sie es denn geschafft? Nein, ich habe nur in der Schule gespielt. Nicht? Also Freizeitfußball? Es war Freizeit. Es gab für mich keinen Wert. Ja. Lag es dran, weil vielleicht so die Motivation der Lehrer auch gefehlt hat in der Schule, die einen dann weiter irgendwo gebracht haben oder zu einem Verein auch eher? Weil bei Mario Kainig haben wir es ja gehört gerade. Dann kommt dann der Lehrer und sagt, mach da mal mit, mach da mal mit, mach da mal mit. Und schon hat man eine Goldmedaille mehr zu Hause hängen. Also erstmal hat es mir auch Spaß gemacht, da zu spielen. Und dann hing das auch so ein bisschen mit dem Elternhaus zusammen. Die waren da nicht so begeistert von der Idee, vielleicht einen Verein zu geben, wo man am Wochenende mal spielen musste. Ich merke, dass meine Frau ist ja heute hier. Wir haben ja zwei Jungs. Der eine spielt ja Fußball und Gott sei Dank meine Frau, ich habe ja leider nie Zeit, ist dann jedes Wochenende unterwegs und das macht sie wirklich ganz toll. Ist auch eine liebevolle Mutter da und das, was meine Frau jetzt macht, hat meine Mutter wahrscheinlich geahnt, wenn ich das machen würde. Und insofern haben die gesagt, Junge, lass das mal sein. Und so war das halt, nicht? Und ja, und dadurch bin ich nicht im Verein gegangen. Da wäre auch nicht groß was bei rausgekommen. Ich hätte ein paar Bälle gehalten, aber ich hätte keine große Fußballerkarriere gemacht, das glaube ich nicht. Jetzt hat ja beide ihre Geschichten haben was mit Karrieren zu tun, definitiv, auf jeden Fall. Als Sie angefangen haben, Mario Kainig, waren Ihnen da klar, dass aus Ihnen mal auch ein Fußballer werden würde, der genau geworden sind? Oder haben Sie da auch einkalkuliert, dass das irgendwann vielleicht auch mal in irgendeiner Bezirksliga endet und dass es damit auch gut ist und dass das eigentlich die Motivation vielleicht eher war, die Bewegung, das Miteinander was machen? Oder war da der Gedanke schon da, ich will das schaffen unbedingt? Nein, ich glaube, jeder, der anfängt, Fußball zu spielen, irgendwo im Verein, jedes Kind träumt irgendwo von Stars und hat irgendwo Vorbilder. Ja, hier hat was nichts anders beim Innenminister. Ja, okay, aber ich denke, bei mir war es halt so, man sieht das dann im Fernsehen und dann orientiert man sich dann und dann überlegt man natürlich auch als kleiner Bub, wie ist denn das mal vor so vielen Zuschauern zu spielen und hat natürlich immer das Große vor Augen und das relativiert sich dann im Leben und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dann irgendwo klar wird, auch für sich selbst, was kann man leisten, welche Fähigkeiten bringt man mit, wo ist vielleicht auch eine persönliche Grenze gesetzt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um dann vielleicht auch andere Schritte im Leben einleiten zu können. Und für den einen reicht es eben nach ganz oben, aber wenn wir jetzt auch mal reinschauen im aktuellen Profigeschäft Fußball, das ist halt so, wenn Sie sehen, wie viele Arbeitsplätze es in Deutschland in drei Profiligen gibt, dann kann man das ganz schnell ausrechnen. Und wenn Sie sehen, wie viel Nachwuchsspieler Jahr für Jahr immer wieder nachschieben, ja, dann ist es einfach Wahnsinn. Dann ist das schon ein sehr elitärer Job, den man dort betreibt und dem muss man sich auch bewusst werden, dem ordnet man auch sehr vieles unter, gerade auch die Spieler ordnen dem sehr viele unter, aber am Ende des Tages ist es doch was sehr Elitäres und was sehr Schönes, aber auch mit sehr viel Druck verbunden. Wenn man heute so Eltern fragt nach ihren Kindern, wenn die so 6, 7 Jahre sind, dann entdeckt man immer Hochbegabungen an denen. Entweder ist es so intelligenter Natur oder der sportlichen Natur. Jetzt haben Sie aber auch gleich von vornherein gleich den Weg eingeschlagen und gesagt, ich spiele Fußball, aber ich habe auch einen Beruf. Also ich habe zwei Wege, die klug sind. Ist das sowas, was Sie auch den Jungs beim 1. FC Magdeburg mitgeben? Denkt immer mal daran, ihr werdet auch irgendwann 33, 34, 35, dann kommen nicht mehr ganz so viele Angebote aus dem Spielermarkt. Geht das auch so ein bisschen als Botschaft mit raus an die Spieler? Ja, ich glaube, es ist, kann man nicht so pauschal beantworten. Das ist halt so, wenn Sie das Beispiel mit Julian Draxler nehmen, da war es ja genau andersrum. Da hat der Felix Magath gesagt, komm, der Junge darf hier gar keine Ausbildung machen, der soll gleich Profi werden, weil dann startet er gleich durch und das hat ja funktioniert. Nur ich denke, und deswegen sagte ich ja, man muss irgendwo dann sich selbst einschätzen lernen und können. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und da ist es dann so mit 23, 24, ich glaube, dann kann man ganz gut einschätzen, im Fußball wird das vielleicht nochmal für die ganz große Karriere reichen. Oder ist es dann vielleicht auch trotzdem Profisport, aber dritte Liga, wo man dann vielleicht nicht von den Einnahmen, die man im Arbeitsleben dann erhält, aussorgen kann, dann sollte man halt schon irgendwo immer sehen, wo kann ich denn etwas noch dafür tun. Und sicherlich mit einer Ausbildung, das ist natürlich schwierig, weil es Profisport ist und die Jungs ja auch bei uns genauso viel trainieren wie die in der ersten Bundesliga, aber am Ende des Tages vielleicht ein Studium oder ein Fernstudium oder auch, wie es ja auch unser Kapitän gemacht hat, sich dann vielleicht auch schon selbstständig machen und das nebenbei her betreiben. War das vielleicht auch so ein bisschen der Grund für Sie, zu sagen, da reicht mir das in so einer Schulmannschaft, weil dann habe ich die Bewegung, dann habe ich das Erlebnis, dann weiß ich mal, wie es sich anfühlt, wenn man verliert, aber habe auch dieses geile Gefühl, wenn man mal gewinnt, weil Sie schon relativ früh wussten, was Sie mal später werden wollen? Gab es so dieses Paralleldenken? Also ich habe in meiner jugendlichen Zeit nie vorgehabt, irgendwie Leistungssportler zu werden, sondern ich habe relativ früh gewusst, was ich später mal machen wollte. Es gab zwei Sachen. Das eine wäre Musik zu studieren, weil ich gerne Klavier spiele, was ich heute noch tue.
Da habe ich mir aber gewusst von vornherein, du bist nicht gut genug, um was dann Besonderes zu werden. Da kannst du im Zweifel Lehrer werden. Das wusste ich, dass ich das nicht wollte. Oder Richard Kleidermann. Ja, nee, so gut wäre ich nicht gewesen. Da muss man auch die Selbsterkenntnis haben. Das andere war eben Jura, weil ich mich für Gerechtigkeit interessiert habe. Und dann habe ich mich für diesen Beruf entschieden. Und das würde ich auch mal wieder so machen, weil ich das einen sehr abwechslungsreichen und spannenden Beruf finde. Das sind aber auch zwei Sachen, die sehr zeitintensiv sind, beides. Klavierspielen lernt man nicht irgendwann mal. Man verlernt zwar nicht, aber wenn man es perfekt machen will, muss man schon dranbleiben. Viele Übungsstunden. Und die Juristerei, da weiß man auch von vornherein, das ist auch etwas, da lernt man fürs Leben nie aus. Da kommt ständig Neues mit dazu. Wie war das, wie Sie sagen, Gerechtigkeit war mir so wichtig. War von vornherein klar, dass Sie eher Anwalt werden oder wollten Sie auf diese Seite Staatsanwaltschaft gehen? Nein, ich hatte eigentlich vor, Anwalt auszuüben und das hat sich dann hat mehrere Wendungen gegeben. Ich habe Anwalt werden wollen, habe als Student schon in der Anwaltskanzlei ausgeholfen, habe dafür kein Geld gekriegt, dafür habe ich Bücher von der Anwaltskanzlei gekriegt und in Hannover war das und Fortbildung und habe als Referendar dann dort angefangen zu arbeiten, wollte da Partner werden und der Senior der Kanzlei, der war 10 Jahre älter als ich damals, Anfang 40 war, der ist bei einem Urlaub in Südafrika fast ertrunken durch einen Schlaganfall. Und der konnte danach nicht wieder arbeiten, dann fiel diese Kanzlei auseinander und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, gehst mal in den Staatsdienst und dann bin ich eben mal Staatsanwalt geworden. Da kann man auch Gerechtigkeit ausüben, nicht? Und ich wäre auch, weil Sie vorhin die Frage gestellt haben, so von Entwicklung, ich hatte nicht vor, Politiker zu werden, um das auch deutlich zu sagen. Und im Übrigen wäre für Politik, weil die Frage war, soll man Berufsausbildung haben im Sport, habe ich für Politik eine klare Auffassung. Ich halte nichts von den Karrieren, um das mal deutlich zu sagen, die so laufen, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Davon halte ich überhaupt nichts. Den Kreissaal, da musste ich jetzt sicherlich viel überlegen und haben erstmal gedacht, Kreistag oder so ähnlich. Ja, das fängt ganz früh nicht an. Kreistag, sondern Kreissaal, ja, ja. Hörsaal, Plenarsaal. Wer Verantwortung übernehmen will für eine Gesellschaft, muss irgendwo auch mal gearbeitet haben und das Gefühl haben für Menschen und für Arbeit. Das halte ich für außerordentlich wichtig und da auch Verantwortung getragen haben. Das ist wichtig. Das gibt es übrigens bei mir in der Medienbranche auch. Vom Abitur gleich in den Medienbetrieb rein, irgendwie Praktikum, hängen bleiben, aber nie wirklich die Finger mal schmutzig gemacht im Leben. Das gehört einfach dazu, wenn man was erzählen will. Jetzt haben wir hier diese Parallele. Die gibt es ja beim Fußball auch. Man kann ja auch ein Sportmanagement machen und trotzdem bei der Sportstunde sportbefreit gewesen sein. Gibt es ja, dass man nie Sport gemacht hat, aber man sagt, man ist durchaus jemand, der so ein Unternehmen Sport auch führen kann. Eher schlau oder sind sie auch eher und sagen, nee, ich möchte eher bei mir im Unternehmen Leute haben, die auch wissen, wie so ein Sport funktioniert und wie dieses ganze System Sport nur laufen kann, weil man selber aktiv war. Also es ist halt auch teils Zeit zu beantworten. Ja? Also wir haben ja bei uns auch sehr, sehr gute Mitarbeiter, die nie im Leistungssport tätig waren, die aber ihr Handwerk unheimlich gut verstehen. Ja? Das darf ich nur versprechen. Ansonsten wären wir als Verein ja auch nicht da, wo wir gerade auch aktuell in der Entwicklung auch hingegangen sind. Ja? Das muss man sagen, das liegt ja auch auf Basis der Mitarbeiter. Für mich persönlich darf ich sagen, dass natürlich meine Sportvorerfahrung von unheimlichem Wert ist. Ja? Weil ich sage ja, am Ende des Tages ist ja so ein Sportverein auch ein kleines, nicht kleines, also es ist ein wirtschaftliches Unternehmen, ja, aber es gibt bestimmte Parallelen, aber es gibt auch ganz klare Unterschiede und diese Unterschiede, ich glaube, dann ist es halt manchmal so in diesem Mäzenatum, wenn irgendwo Präsidenten kommen, die sehr viel Geld haben und dann so einen Fußballverein regieren, dann ist es auf Dauer halt sehr, sehr schwer, wenn man sich nicht wirklich fachkundige Profis mit am Werk ranholt, weil man tappt dann halt immer wieder in die eine oder andere Falle mit rein und die hat dann konsequente oder verheerende Auswirkungen teilweise. Und insofern kann ich sagen, bin ich froh darüber, dass ich diese Erfahrung hatte und ich habe aber damals schon gesagt als Sportler, ich wollte unbedingt in die Wirtschaft, was ich nicht kann ist, oder was ich nicht gut, so sehr gut kann, ist halt Diplomatie und deswegen glaube ich, wäre vielleicht noch nicht so der beste Politiker an der Stelle und deswegen, ich wollte immer die Wirtschaft, um das kennenzulernen und diese Parallele oder die Symbiose, die, von der profitiere ich momentan natürlich. Ja, das Schöne an Politik ist ein bisschen anders, ne? Da muss man sich durchsetzen und muss es hinterher als Diplomatie verkaufen. Bei Ihnen wäre es jetzt umgedreht genau der Fall, wenn ich es richtig verstanden habe. Jo. Mario Kainik, Sie sind damals gekommen, eigentlich zum 1. FC Magdeburg in einer Zeit, wo auch kurz vorher nochmal so eine richtige Euphorie war, wo die großen Siege waren gegen die Bayern, gegen Köln, wer war es noch, wen haben wir rausgehauen? Über den Karlsruher SC war es gewesen, dann das große Spiel gegen Schalke. Und da war man einfach schon mal wieder in einer anderen Fußballwelt. Auf einmal war das Stadion voll.
Die ARD war hier, die Sportschau war hier. Das war schon groß. Da konnte man sich die Spieler auch holen, die man noch unbedingt haben wollte. Dann hat es aber auch nicht allzu lange gedauert. Dann sind viele gegangen, weil beim FCM klar war, hier wird jetzt eine Insolvenz angemeldet. Das war, glaube ich, sogar eine Insolvenz damals gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Spieler es waren, aber ich glaube, man kann sie an einer Hand abzählen, die damals gesagt haben, ich bleibe. Sie sind geblieben. Was war der Grund dafür? Ja, der Grund war einfach da, ich habe mir das natürlich überlegt, ich bin ein Jahr vorher gekommen, ich war damals 25, wo ich hier nach Magdeburg kam und ich hatte damals zum Freund, ich hatte keinen Berater, ich hatte einen Freund und habe ihm gesagt, also entweder passiert jetzt Folgendes, ich habe in Berlin Fußball gespielt, habe gesagt, entweder ich finde jetzt nochmal einen Fußballverein, wo Fußball wirklich einen Stellenwert hat, wo die Region, wo man Fußball auch lebt. Oder ich gehe ganz klar zurück in den Beruf oder orientiere mich auf das Berufsleben und hänge die Fußballschuhe mehr oder weniger an den Nagel. Und dann kam genau die Anfrage vom 1. FC Magdeburg, dann bin ich hier nach Magdeburg gekommen. Und dann ist es halt so passiert, vom Regen in die Traufe, weil von dem Verein, wo ich kam, da waren wir ja schon insolvent. Und hier wurde es dann verkündet, als ich hier war, dass man hier ja, finanzielle Probleme hat. Und ein Jahr später kam dann die Insolvenz. Und für mich stellte sich dann nicht mehr die Frage, jetzt nochmal hin und her zu hopsen, weil für mich war klar, für die erste Bundesliga wird es nicht reichen. Und ich war mir bewusst, wo ich hierher gewechselt bin, was der Verein ja, hat, was, wie viele Fans er hat, was hier Fußball für einen Stellenwert hat. Und für mich war es einfach wichtig und einfach in der Zeit da vielleicht mit anzupacken, vielleicht wieder mit zurückzukommen. Und das, wir waren damals, war eine unheimlich spannende Zeit, eine Aufbruchzeit mit vielen jungen Spielern, die aus dem Nachwuchs kamen. Und man wollte uns damals schon einstufen, doch zwei Ligen tiefer, weil man noch nicht das Vertrauen in die Mannschaft hatte. Ich hatte damals noch ein Gespräch mit dem damaligen Präsidenten, hab bat darum, dass man uns einfach auf der höchsten Ebene spielen lässt. Und ja, und wir haben uns dann, glaube ich, ganz gut zusammengerauft. Und die Jungs waren alle gut und wir haben dann zumindest dann auch die Oberliga gehalten. Und in der Geschichte ist es ja dann bekannt, dann ein paar Jahre später sind wir wieder aufgestiegen, wieder zurückgekommen. Das war ja stark. Ich habe es eigentlich gewusst, als dann bei Ofer der Ruf kam nach Sachsen-Anhalt, dass sie ja eigentlich dahin gehen, in diese Stadt, die sie damals mit ihrer ruhmreichen Nationalmannschaft und ihrem Lieblingstorwart Sepp Maier nicht nur geschlagen hat, sondern wo auch noch der Typ, der das Tor geschossen hat, aus dieser Stadt kam. War Ihnen das bewusst, als Sie hierher gekommen sind nach Magdeburg? Nein, da war mir eigentlich zunächst mal bewusst, dass ich dahin in die Region durch Zufall zurückgegangen bin, wo ein Teil meiner Familie herkommt. Das ist meistens gar nicht bekannt. Mein Großvater bzw. Urgroßvater sind aus Oschersleben und mein Vater ist in Leipzig geboren, hat im Übrigen in Leipzig Abitur gemacht, hat in Leipzig studiert, zu meinem Leidwesen später Mathematik und hat dann bei Leuna gearbeitet und ist kurz vor der Mauer geflohen. Und als wir hatten ja viele Gespräche, wo mein Vater von seiner Heimat erzählt hat, auch von Oschersleben war ein Thema bei uns. Und für mich war das bis 1989 unvorstellbar, dass mal diese Mauer oder diese Grenze aufging. Das, ich habe eigentlich gedacht, solange ich lebe, wird das so bleiben. Und insofern war eigentlich die Neugier, als ich hierher kam, mal zu gucken, bin auch nach Leipzig dann mit meinem Vater gefahren, hat mir das angeguckt, wo er gewohnt hat, wo er Tennis gespielt hat. Der war übrigens der Sportlich, der war DDR-Meister gewesen im Tennis übrigens auch damals. Wenn ich es richtig zugehört habe, aber die Zeit hat sich gegeben, dass man während der DDR-Zeit mal hierher gefahren ist, was ja durchaus möglich war. Nein, sind wir nicht. Mhm, okay. Nein, sind wir nicht. Und dann hinterher ist mir dann schon klar geworden, wer hier uns mal geschlagen hat. Ich habe dann auch unseren Nachbar, Herr Herrmann, der ist ja auch Nachbar, der hat unseren Kindern übrigens Fußballspielen beigebracht und insofern hat man die dann alle kennengelernt. Natürlich war das für mich dann ein besonderes Erlebnis, nicht auch diejenigen hier kennenzulernen. Aber das kam dann erst nachher. Jetzt kommst du aus einer großen Stadt, die Hannover heißt, dann geht's rüber in den Osten, da kommen sie in die pulsierende Metropole Wellen. Mir ging es aber so ähnlich, weil als ich bei Radio SAW angefangen habe, gab es ganz viele Arbeitskollegen, die überraschenderweise alle in Wellen gewohnt haben. Susi Brandt, genau, heute eine charmante MDR-Kollegin, Klaus Vorbrot, mit dem ich viel gemacht habe, Andreas Rassner, ein Handballer, der dort gewohnt hat, ich glaube, unser Musikredakteur Matthias Popper wohnt heute noch da. Was hat Sie denn nach Wellen verschlagen? Das war eigentlich Zufall. Also meine Frau und ich haben gedacht, jetzt könnten wir uns mal ein Haus suchen, weil zwei Gründe, erstens Hund und zweitens Klavier. Und ich gedacht habe, man könnte ja auch mal um 0 Uhr Klavier spielen, ohne dass einer irgendwie da gegen die Tür ballert. Und der Hund sollte spazieren gehen. Und da müssten Sie mal sehen, wo Sie 1995 war das nicht, irgendwo hier ein Haus mieten konnten. Das war nahezu unmöglich. Man konnte irgendwo da in der Gerwisch so Reihenhäuser mieten. Da dachte ich, du hast den gleichen Ärger, ja, mit dem linken und rechten Nachbarn. Und in Wellen sind wir durch Zufall gekommen und dann waren da so freistehende Häuser und den einen, mit dem wir heute noch befreundet mit der Familie, Magdeburger hier Bäcker, haben auch eine Steuerberatungsgesellschaft,
haben uns dieses Haus gezeigt. Übrigens, das werde ich heute nie vergessen, der war ganz stolz, der war aus der Platte umgezogen und hat mir gesagt, er hatte 120 Steckdosen in seinem Haus. Das war also sozusagen, fand er ganz, ganz cool. Ja. Und das fanden wir so nett und da war der Haus daneben an frei und da haben wir gesagt, da ziehen wir hin. Und da haben wir uns in Wellen auch sofort wohlgefühlt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das könnte man kaufen, hatte aber, das war ein typischer Investor, der, ja, der war aus dem Westen, der wollte dann unglaubliche Preise Investor haben. Investor halt, hm, ja, genau. Und dann haben wir gesagt, da können wir für weniger selber bauen. Und wir fühlen uns in der pulsierenden Metropole Wellen außerordentlich wohl, ja, weil man dann schön spazieren gehen kann, kann zur Yacht gehen. Und Magdeburg, muss ich mal sagen, das ist auch toll. Wenn man, ich weiß noch, als ich 1995 in dem Bahnhof aus dem Zug stieg, war freier Blick fast bis zur Elbe. Das muss man sich mal vorstellen, wie das hier aussah. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und was aus dieser Stadt geworden ist. Und wenn man das miterleben durfte, und ich habe ja sogar, das ist ja ein Geschenk, einen Teil dieses Prozesses politisch mitgestalten dürfen, ob das im Ort ist und ob das jetzt im Land ist. Und wenn man sieht, was die Menschen hier in diesem Land 1990 ohne Plan, wo es ja keine Wiedervereinigung, hier in 27 Jahren hingestellt haben, das macht einen schon stolz auf diese Region, das sage ich mal ganz deutlich. Wie war denn das, als Sie von Berlin hierher sind, nach Magdeburg, vom Gefühl her? Großstadt und auf einmal so eine Stadt wie Magdeburg, haben Sie sich gleich damit arrangiert, weil Sie gesagt haben, Mensch, der Sport ist mir zehnmal wichtiger, ich brauche jetzt nicht hier so 1000% Lifestyle drumherum, oder gab es dann doch noch so eher mal die Fahrt auch nach Berlin, alte Freunde und vielleicht auch einfach mal das Großstadtleben ein bisschen genießen? Nein, also absolut nicht. Also ich habe mich damals entschieden, sofort hierher zu ziehen und habe das genauso in der gleichen Art und Weise eigentlich erlebt wie Herr Stahlknecht. Und muss sagen, habe das eigentlich von Anfang an genossen, also dass man hier nicht im Stau steht und dass man hier eigentlich relativ pünktlich auch dann da ist, wo man losfahren kann und dass man nicht irgendwo noch Kulanzzeiten einrechnen muss und. Also in jedem Fall habe ich Magdeburg immer als sehr angenehm wahrgenommen und man hat sich natürlich dann auf Dauer immer mehr in diese Stadt verliebt. Wir gehen ja damals genau, ich bin 92 ja aus Thüringen hierher gekommen, aus so einer Kleinstadt, wo es noch eine Stadtmauer drumherum gab. Da standen Häuser, die haben sich eigentlich gestritten, wer das älteste Haus ist. Ich glaube, das älteste war 400 und dann gab es eins mit 380 und die lagen immer im Clinch, weil irgendjemand noch Urkunden. Ich habe in Magdeburg eigentlich gesagt, okay, die meisten sind hier 30, 40 Jahre alt und ich war so froh, als ich dann den Hassebachplatz entdeckt habe und sage, ja, hier ist noch sowas wie eine Altstadt, hier ist es, da kann man sich mal vorstellen, wie das früher aussah. Und dann hat man auch gleich ein Heimatgefühl irgendwie gekriegt, weil bis dato war das, was ich gesehen habe, erstmal so ein bisschen gesichtslos. Und ich sage, Magdeburg hat sich halt wirklich über die Jahre jetzt nochmal so ein Stückchen nachgeschwingt. Jetzt haben sich in Wellen ein Haus gekauft, haben sich wohlgefühlt. Das hat dann auch irgendwie gleich das Dorf gemerkt. Da ist einer, der fühlt sich hier wohl, der hat aber auch Organisationstalent. Das ist jemand, den wir gebrauchen könnten. Wie sind die auf Sie zugekommen, als es darum ging, da in den Gemeinderat hineinzugehen? Also meine Frau und ich haben uns da wirklich wohlgefühlt, aber eben ohne die Vorstellung, Politik machen zu wollen. Und das war eben auch so ein Zufall im Leben. 1999 waren Kommunalwahlen und dann haben die in dem Ort eine Wählergemeinschaft gegründet, Bürger für Wellen, BFW. Und da haben die gedacht, da wohnt ein Jurist, der weiß, wie man sowas macht. Ich wusste das auch nicht. Und dann haben die bei mir abends geklingelt und haben uns alle noch gesiezt, ob ich die mal beraten könnte. Dann habe ich mich mal informiert, wie das geht und bin da hingegangen abends. Und dann habe ich denen gesagt, wie man sowas aufstellt, in welche Listen, was man muss gleich vertiefen. Habe gesagt, aber ich nicht, ich mache keine Politik. Ich wollte nicht. Und den zweiten Abend habe ich das wieder gesagt. Und am dritten, ich traue es mir gar nicht zu sagen, gab es Rotwein. Und wenn mich einer fragt, wie ich in die Politik gekommen bin, durch Rotwein. Weil ich schlicht und ergreifend, also ich war nicht betrunken, nicht, dass hier nicht eine Legende entsteht, aber ich war zutiefst entspannt um 0 Uhr. Und ich glaube, Herr Blume hat an so der Stelle mal gesagt, ich war nicht betrunken, aber ich war schon willig. Das lasse ich jetzt mal so stehen. So, und dann habe ich gesagt, ich mache mit. Und dann haben wir plötzlich Wahlkampf gemacht. Und ich fand das war am Anfang nicht einfach, so an der Haustür klingeln und sagen, hey, wir haben da mal eine Idee. Ja, und dann haben wir die Wahl gewonnen damals, sogar mit 56%. Und dann kam auch das wieder Geschichte, gab es Bürgermeister, jetzt saß ja ein Staatsanwalt im Gemeinderat, gegen den lief gerade ein Strafverfahren wegen Betrug. Das fand der Bürgermeister wiederum nicht lustig, darauf war der plötzlich weg. Und dann haben die anderen gesagt, da könntest du doch mal kandidieren. Und dann habe ich meine Frau gefragt, die hat gesagt, du hast einen Vogel, aber mach's. Naja, und dann bin ich Bürgermeister geworden, 1999, parteilos, wo gesagt. Und das habe ich ausgesprochen gerne gemacht und das war eine tolle Gemeinschaft. Und das hat auch mit Landespolitik nichts zu tun. Wir haben da gemeinsam mit den Menschen vor Ort unglaublich viel gemacht und auch diesen Ort ausgebaut. Das war eine Aufbruchstimmung und so bin ich in die Politik gekommen. Das war Zufall. Ja. Das ging dann aber auch rucksfax. Also ich habe die Zahlen, ich habe mir jetzt extra keine Zettel aufgeschrieben, weil ich glaube so, ich würde jetzt mal behaupten, 99, glaube ich, ehrenamtlicher Bürgermeister.
dann sowieso Gemeinderat und dann relativ schnell gab es einen Hauptamtlichen, also ich glaube für so eine... Das ist dann so gewesen, also nachdem ich dann Bürgermeister war, kriegten das andere irgendwie auch mit und dann haben Parteien bei mir angefragt, ob ich bei ihnen eintreten würde. Ich will die jetzt gar nicht alle nennen. Und dann ist ja überschaubar, der Markt. Das war überschaubar damals und dann kam Thomas Webel, der war damals Landrat und hat gefragt, ob ich nicht in die CDU eintreten würde. Und da ich das so immer CDU gewählt habe, habe ich dann 2001 gesagt, eigentlich könntest du das jetzt konsequenterweise auch machen, habe mich aber mit den Freunden von der Wählergemeinschaft beraten, dass da nicht heißt, der wird jetzt irgendwie und will Karriere machen, das war auch gar nicht die Überlegung. Ja, und dann kam 2001 das Angebot für den Landtag zu kandidieren und plötzlich saß ich 2002 im Landtag. Also innerhalb von 3 Jahren eine völlig veränderte Entwicklung, die ich nie geplant hätte. Und das sage ich immer wieder, wenn mir einer 1987, als ich angefangen habe zu studieren in Osnabrück, mal gesagt hätte, du bist 20 Jahre später Innenminister oder 25 Jahre später Innenminister in Sachsen-Anhalt, den hätte ich zum Amtsarzt geschickt und untersuchen lassen, weil das ja 2 Dinge vorausgesetzt hätte. Erstens die Wiedervereinigung, die unvorstellbar war, und zweitens, ich hatte nie irgendwie mal die Vorstellung, auch nicht den Traum, Politik machen zu wollen, schon gar nicht in so einer Funktion. Ist das vielleicht ein Geheimnis, was man so braucht? Weil ich sag mal, egal ob jetzt bei der Jungen Union oder bei den Jusos, bei den Jungen, da sind ganz viele, die genau von sowas träumen. Ich glaube, bei den Fußballern gibt es auch ganz viele, die sagen, Mensch, ich will aber mal Sportmanager werden noch hinten dran. Ist es vielleicht genau das Ding, dass man so ein bisschen diese Unabhängigkeit braucht und vielleicht gar nicht im Kopf dieses nächste Ziel so volle Pulle anpeilt, sondern dass man es vielleicht auch mal ein bisschen lockerer angeht und auf sowas auf sich zukommen lassen muss? Na, ich glaube, vielmehr steht da das Thema Authentizität dahinter. Ja. Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wenn man etwas macht, dass man es richtig macht und dass man es mit voller Leidenschaft macht und sich dahingehend voll einbringt. Und da stimme ich Herrn Minister völlig bei. Am Ende ist es nicht wichtig, ob man hier der Manager, der Top-Manager eines Unternehmens wird, wie auch immer. Am Ende muss man zufrieden sein mit dem, was man macht und dann muss man es gerne machen. Und dann ergibt sich der Rest von alleine. Und da glaube ich persönlich, da gibt es eine Parallelität zwischen Sport und Politik. Ja, wenn man sieht, also ich glaube auch unsere Fans hier im Stadion, überhaupt Fußballfans, haben auch ein gutes Gespür für Dinge. Ja, wenn ein Spieler über ein halbes Jahr, ein Jahr komplett ausgepfiffen wird, dann ist da was dran, dass der nicht gut ist. Ja, das würde ich nicht für einen Spieltag gelten lassen, aber über eine gewisse Zeit des Tages schon. Und genauso merken doch auch Wählerinnen, ob jemand dort im Amt ist, der es ehrlich meint, der vielleicht auch das eine oder andere Mal vielleicht mal aneckt, ja, wo er sich vielleicht nicht so beliebt macht, aber am Ende des Tages steht er für das, was er sagt. Und das ist am Ende des Tages dann vielleicht auch der Grund einer schnellen Karriere. Und nicht einer steilen, vielleicht aber einer schnelleren Karriere, weil man muss ja gewählt werden, bekanntlicherweise. Und das sagen ja dann andere oder jemand anders befördert er einen dahin. Und von daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, immer zu sagen, mach das, was du tust, richtig und auch geh deinen Weg und dann gerade. Jetzt klang das so ein bisschen, wenn man so sagt, man soll es auf sich zukommen lassen, das klingt auch so ein bisschen, als wenn es einem im Schoß fällt. Das gilt bei Ihnen allen beiden nicht. Aber ist vielleicht so das richtige Rezept, sich nicht selber anzubieten, sondern gefragt zu werden? Weil Sie sind gefragt worden, ob Sie sich die Aufgabe vorstellen können. Und bei Ihnen ging eigentlich der Weg genauso los. Ob das am Anfang die Gemeinderäte waren oder die Nachbarn, dann später Thomas Webel, der gesagt hat, Mensch, da ist ein Bürgermeister, der packt was an, da stehen die Bürger dahinter, der könnte auch meiner CDU ganz gut tun. Na gut, ich glaube, das ist beides. Also am Anfang muss das, was man tut, einen Freude machen. Das ist in jedem Beruf. Ohne Freude, wenn man was widerwillig macht, dann leidet die Leistung und dann ist man auch nicht mehr glaubwürdig. Und natürlich muss man sich für gewisse Funktionen, ohne andere zu verletzen, das ist das Entscheidende, ja, sich auch empfehlen. Das ist ja die Frage, wie setze ich mich durch? Ja, und da muss immer das Gebot der Menschlichkeit gelten. Also ich würde nie was um jeden Preis machen. Aber da will ich jetzt auch wieder ehrlich wie an der anderen Stelle, als ich dann im Landtag saß, und konnte nicht mehr als Jurist arbeiten zunächst, weil das nicht geht. Sie konnten nicht Staatsanwalt und Mitglied im Landtag sein. War mir aber auch klar, ohne despektierlich zu sein, dass ich nicht die nächsten 15 Jahre da sitzen wollte und hinten aus dem Fenster gucken und die Schiffe auf der Elbe zählen wollte. Also das war mir auch klar, nicht? Sondern ich habe schon gesagt, ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten und Fähigkeiten diesem Land dienen. Und man empfiehlt sich eben am Ende durch Leistung und nicht durch Intrigen. Jetzt haben Sie viel gesagt, da gehört ein bisschen Diplomatie, ein bisschen Fingerspitzengefühl mit dazu. Ab und zu muss man sich aber auch unbequemen Dingen einfach stellen. Man kann eben nicht mal ausweichen. Als Fußballer haben Sie das schon nicht gemacht, da haben Sie sich dagegen gestellt. Ist jetzt eine bisschen andere Welt nochmal, da kann man auch mal faulen, da kriegt man eine gelbe Karte, das ist alles schnell vergessen. Wenn man es jetzt macht in der Öffentlichkeit, in der Position, fällt das alles schon ein bisschen anders auf. Wenn es solche Themen gibt, wie zum Beispiel das letzte, was wir hatten mit dem Stadion. Und man merkt dann auf einmal,
ich habe es ja selber gar nicht eingeleitet. Ich bin nicht derjenige, der das Stadion gebaut hat. Ich bin nicht derjenige, der jetzt ein Verbot für irgendeine Form des Jubelns ausspricht. Merke aber, ich bin einer, der es am Ende lösen muss. Was hat das denn in Ihnen ausgelöst, als das so losging? Wir können es ja offen ansprechen und der Brief kam rein. Also entweder das, Hüpfverbot oder Spiel wird abgebrochen. Das war ja eine relativ schmucklose Ansage erstmal. Auch von einem Bürgermeister oder von einer Verwaltung, mit der man bisher eigentlich ganz nett zusammengearbeitet hatte. Ja, in jedem Fall kam das sehr überraschend und das war natürlich so auch in den Dingen der Schärfe, war es natürlich erstmal vehement, weil jeder, der da ja einigermaßen vorausschauen kann, der weiß natürlich, was das ja eigentlich bedeutet, dieses Schreiben, was wir damals erhalten haben. Und natürlich gilt es in diesen Momenten dann als Führungskraft ruhig zu bleiben und dann erstmal genau zu überlegen und ja auch bestimmte Dinge dann vielleicht auch erstmal nochmal vorzubesprechen, bevor man dann in die Öffentlichkeit geht mit bestimmten Dingen. Und was ganz wichtig war, das hatte ich damals mit meinen Kollegen seinerzeit, Herr Karl, der bei uns ja als Veranstaltungsleiter genauso wie ich komplett in der Verantwortung stehe für Themen, unmittelbar am Spieltag haben wir uns zusammengesetzt und da geht es nach Werten. Und das haben wir immer gesagt, es geht ja nach den Werten. Und alles, was wir tun hier mit dem Fußballsport, ist sicherlich wichtig. Aber es gibt nichts Wichtigeres als das Leben und die Gesundheit von Menschen. Und dem sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dieses Prinzip, und da haben wir ja gesagt, solange wir bestimmte Fragen nicht beantwortet bekommen, werden wir hier definitiv nicht irgendwelche Maßnahmen vorschlagen, die wir am Ende gar nicht umsetzen können. Und das war das Thema, was dann zum Glück dann einen Tag vorher ein Stück weit aufgelöst worden ist, wo wir dann ruhigen Gewissens sagen konnten, zum Schutze aller, die hier ins Stadion kommen, können wir mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass hier nichts passieren wird, weil wir gewisse Hintergrundinformationen dann detailliert bekommen haben von Fachexperten dort im Rathaus und das hat dann dazu geführt. Aber Fakt ist der, wir sind Führungskräfte, ich sehe mich als Führungskraft. Ich habe damals wohlwissend, als mich Herr Fechner und Herr Dr. Petermann gefragt hat, hier mit einzusteigen im Präsidium, verantwortlich für Sport und Finanzen, mich dafür entschieden und mir ist doch klar, Führungskräfte werden doch gebraucht, wenn es gut läuft, dann läuft's, sondern die werden gebraucht, wenn Probleme da sind. Und das ist mein Job, Probleme zu lösen, Lösungen zu finden und am Ende des Tages muss ich mich danach abrechnen lassen. Wie groß war denn der Stein nach diesem besagten Spiel, als dann keiner gehüpft hat, man trotzdem eine Stimmung im Stadion erzeugt hat und dass das erstmal gut gegangen ist? Wie sicher waren Sie sich, dass das funktioniert? Also ich war mir sehr, sehr sicher, dass hier an diesem Tag nicht zumindest in Massen gehüpft wird, weil es gibt ja gewisse Vorerfahrungen, die haben wir gesammelt mit dem Hansa Rostock-Spiel, wo das ganze Thema hier war mit dem Faneinlass und Gästekartenreduzierung und. Und dort gab es ja auch schon mal eine Zusammenkunft mit Fanvertretern. Und dort war es auch, dass Fanvertreter dort auch schon Verantwortung für den Verein übernommen haben. Und das haben sie am gleichen Tag auch im Rathaus gemacht. Und daher wussten wir aufgrund dieser Aussagen, dass die auch ernst zu nehmen sind und dass das auch die Fanszene mitträgt. Ja, natürlich, und das muss man auch wissen, sind wir dann natürlich hier reingekommen, wieder in den Verein, haben dann auf Go geschalten und haben dann natürlich erstmal auch Diskussionen mit dem DFB dann noch ein bisschen fast in die Nacht geführt, weil der DFB natürlich auch gesagt hat, Mensch, wie könnt ihr denn jetzt hier bestimmten Fanvertretern vertrauen, die jetzt einfach mal sagen so und so, wenn dann eine ganze Masse da ist. Und das war eine harte Diskussion und da stand das Spiel noch lange noch nicht so auf grün seitens des DFB, aber am Ende des Tages hat man es dann freigegeben und am Ende des Tages, nach langer Überzeugungsarbeit, glaube ich auch unsererseits, war es dann auch die richtige Entscheidung und natürlich waren wir auch froh, dass es dann auch so gut durchlief. Jetzt haben wir ja einen Juristen hier. So Ihre Expertise zu dem Fall, wenn Sie jetzt so juristisch den Verein beraten hätten zu den Tagen, hätten Sie gesagt, dann Spielabbruch, dann sollen die euch ein neues Stadion hinstellen oder zieht das einfach durch? Weil die Folgen hätten ja schon dramatisch sein können, muss man sich ja gewusst sein. Selbst wenn es einen Spielabbruch gegeben hätte, dann hätte ja jeder Gegner gewusst, du, nach Magdeburg brauchen wir nur fahren und die zum Hüpfen animieren, da können wir 3-0 hinten liegen, dann nehmen wir die Punkte mit nach Hause. Na gut, das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Der war ja auch nochmal fachlich zu lösen. Weil das stand ja für uns ja genauso im Raum, von Mittwoch bis Freitag oder bis Samstag, jetzt mal Antwort darauf zu bekommen, wie sieht es denn überhaupt mit dem Gästeblock aus? Ja, selbst wenn wir, unsere Fanvertreter hier sagen, ja, wir hüpfen nicht und jetzt stehen dort, 500 aus Halle oder 2000 von einem anderen Verein und hüpfen dort und das führt zum Spielabbruch, dann sind wir doch nie wieder ein verlässlicher Partner für den DFB, für den Spielbetrieb. Dem muss man sich doch bewusst sein. Ich glaube, das hat man von anderen Seiten gar nicht so gesehen, aber das war eine sehr vehemente Frage, die uns gedrängt hat. Und als wir dann am Freitag dort auch im Rathaus bestätigt bekommen haben, dass zumindest ein Teil, wenn ein Teil gefüllt ist in diesem Gästefanbereich, da könnten alle hüpfen, da passiert gar nichts und das hat man so schriftlich bestätigt. Da war für uns zumindest eine gewisse Sicherheit da, die wir auch dann auch weiter an den DFB geben konnten.
Erst damit kam ja auch die Lösung rein. Wir hatten zwar eine Lösung für unsere Fans, weil sie selber gesagt haben, wir werden da definitiv nicht hüpfen, aber für die gegnerischen Fans mussten wir eine Lösung anbieten für den Spielbetrieb. Weil wir jetzt im Livestream sind und vielleicht auch ein paar Zuschauer zugucken, die die ganze Problematik nicht ganz so kennen, warum dürfen die jetzt springen auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht, nur damit es auch die Zuschauer verstehen? Ja, weil Fachexperten sagen, dass die Masse dort nicht ausreicht, um so Schwingungen auszulösen, dass hier irgendwas kaputt gehen könnte im Stadion. Also das kriegen halt Chemnitz und Hansa Rostock dann doch nicht her, so eine Stimmung. Hätten Sie dazu beraten und hätten gesagt, macht das so, verlasst euch auf die Fans, oder Juristen sind ja eher ein bisschen vorsichtig und ein bisschen konservativ in solchen Sachen? Nicht oder? Unbedingt. Okay. Also ich hätte sicherlich aufgeklärt über die Risiken, über die hätten wir uns unterhalten und wir hätten uns unterhalten, wie man die vermeiden kann. Und ich muss sagen, das, was hier taktisch passiert ist, ist ja auch Taktik, ja, also dabei und Strategie. Hätte man besser nicht machen können. Und da gilt dann am Ende natürlich auch mal eine große Anerkennung den Fans, die dann wirklich in so einem Fall Verantwortung für ihren Verein übernehmen und genau das gemacht haben, was richtig ist. Und das ist dann auch mal ein Zeichen in eine Gesellschaft über die Vernunft und Verantwortung von Fans. Und das hat gut geklappt. Und ich hätte als Anwalt natürlich den Verein beraten und hätte gesagt, zu welchem Zeitpunkt müsst ihr das Spiel abpfeifen, um nicht möglicherweise selbst in Haftung zu kommen. Das sind ja aber Haftungsfragen, die dann eine Rolle spielen, unabhängig von ethischen, dass Menschen nicht zu Schaden kommen dürfen. Nicht? Aber das ist hier gut austariert worden. Wir hatten ja zwischendurch auch mal telefoniert und Chapeau, wie das hier gelaufen ist. Ja, das möchte ich da einfach auch nochmal hinzufügen. Ja. Also in der Zeit wird man natürlich ganz schnell einsam. Ja. Natürlich wird man juristisch beraten und in der Tat ist es so, wenn man sich dagegen alles absichern möchte, dann hätte man hier nie erstmal spielen dürfen, bis hier alles baulich umgesetzt ist. Ja. Das ist ganz klar. Aber natürlich mit bestimmten Dingen bleibt es dann auch eine Entscheidung und die Verantwortung tragen dann am Ende des Tages eben, oder trägt nur einer bzw. zwei Leute bei uns und dann ist man ein Stück weit einsam. Aber ich möchte da erstmal sagen, nochmal danke an unseren Minister. Er hat mir nämlich als erster unmittelbar nach diesem Bekanntwerden dann angerufen und gesagt, wo können wir helfen, was können wir tun. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen dort auch. Wir haben uns dann eine Weile verständigt dazu und auch im Nachgang der Dinge kamen dann noch einige wertvolle auch Hinweise seitens von Herrn Stahlknecht. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, bleibt es doch wieder dazu. Als Führungskraft musst du Lösung finden. Und jetzt stehen wir da in der Debatte. Natürlich, klar, können wir wissen nicht, fünf Fanvertreter, ob die für 5000 Mann stehen können, ob da wirklich Ruhe ist. Aber es gibt Vorerfahrungen. Es gibt auch klare sachliche Werte oder beziehungsweise Vorgaben, die damals auch uns dann mitgegeben worden sind. Und aus dieser Gesamtgemengelage haben wir dann gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt können wir spielen. Und das bleibt am Ende des Tages immer auch eine Bauchentscheidung. Ist ja ganz normal. Muss es auch am Ende sein. Ja, wenn es nur rational und vernünftig wäre, wäre das Spiel sicherlich nicht über die Bühne gegangen. Das ist übrigens nur ein Punkt, den Sie angesprochen haben, der egal in welchem Bereich wichtig ist. Verantwortung ist das Einzige, was man im Leben nicht delegieren kann. So, und wenn man Verantwortung hat, ist man irgendwann doch, einsam. Doch, habe ich gesehen. Verantwortung kann man delegieren. Hat man an dem Fall wunderbar gesehen. Ja, die Stadt hat die Verantwortung weiter delegiert an Herrn Kalnick. Und den Eindruck hat zumindest die Öffentlichkeit und ich auch. Das gut, jetzt haben Sie gesagt, Politik beherrscht die Diplomatie. Insofern werde ich mich dazu jetzt nicht äußern. Aber am Ende hat der Herr Kalnick die Verantwortung übernommen und ich bin nach wie vor der Auffassung, man kann sie nicht delegieren. Und wir brauchen eben nur auch Führungspersönlichkeiten, die mal Mut haben, die nicht unter der Last der Verantwortung sich jeden Tag überlegen, was alles schiefgehen könnte. Da bringt man Land nicht mehr voran, einen Sportverein nicht mehr. Es gibt auch Risiken und Risiken müssen kalkulierbar sein. Und ein kalkuliertes Risiko kann man immer eingehen. In der Wirtschaft noch mehr vielleicht als in der Politik. Aber auch da sollte der Mut mal zu Risiken bestehen. Dann hätten wir manche Politikverdrossenheit vielleicht auch nicht. Und ich übersetze das mal auch für die Zuschauer, damit ihre Diplomatie bewahrt war. Die Verantwortung hätte man auch in einem Rathaus übernehmen können. Aber da hat man sie doch delegiert und jemand hat sie dann am Ende zumindest für sich umgesetzt. Jetzt haben wir ja, jetzt leben ja beide, die Politik lebt von Wählern, der Fußball lebt von Fans. Im Normalfall sind das faktisch identisch dieselbe Menschen, aber die trifft man emotional an derselben Stelle. Und die Fußballfans kommen natürlich häufiger ins Stadion, als sie in ein Wahllokal gehen. Da sagt die Politik, das ist auch gut so. Wenn das alle vier Jahre mal passiert, dann hat man auch längeren Zeitraum, für sie zu werben. Auf der anderen Seite aber auch, um die Arbeiten zu erledigen, die dann am Ende ein Wähler auch am Ende auch gerne von seiner Partei oder denjenigen, die man da ins Rennen geschickt hat, auch umgesetzt haben will. Aber man ist ein Stückchen weit abhängig, definitiv. Auf der einen Seite von den Fans, die auch eine feste Meinung haben. Wie klar war Ihnen, dass das Ding auch nach hinten losgehen kann? Und dass es vielleicht am Ende auch, wir haben das ja schon einmal im Stadion gesehen, dass dann Spruchbänder draußen sind und andere Dinge, die einen persönlich treffen bei so etwas, mit so einer Entscheidung. Also ich habe ja gesagt, man hat Werte und
wenn ich irgendwo gespürt hätte, das kann ja nach hinten losgehen, dann wäre das Spiel nicht über die Bühne gegangen. Und ich hatte ein Gefühl nach dem Rathaus-Termin, auch seitens unserer Fans, wo das ganz klar rüberkam und ganz deutlich gemacht worden ist, hier wird nichts passieren. Jedenfalls nicht in Masse. Und das ist ja auch so passiert. Und im Endeffekt war es ja dadurch die richtige Entscheidung. Kann nur sagen, wenn ich irgendwo das Gefühl gehabt hätte dort, genauso wie mein Kollege Herr Karl, dass da irgendwas vielleicht nicht so sitzt oder passt, wie es dort gesagt wird, dann wäre das Spiel nicht angepfiffen worden. Mit all den Konsequenzen, die es für den ersten FC Magdeburg bedeutet hätte, weil wir sagen, immer am Ende des Tages, es bleibt die schönste Nebensache der Welt. Für uns sehr wichtig. Aber am Ende des Tages wird der 1. FC Magdeburg nie über Gesundheit und Menschenleben stehen. Das, was schön ist, wenn man sich im Sport auf seine Fans vertrauen kann. Funktioniert dieses Thema Vertrauen in der Politik genauso gut? Na gut, das ist ja ein wesentlich größerer Kreis von Menschen, den Sie ansprechen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Aber Sie brauchen schon Politik, die glaubwürdig ist, und Sie brauchen Politiker den Menschen zumindest auf Zeit vertrauen. Das halte ich für außerordentlich wichtig. Und das war auch Ihre Frage, wie man seine Entscheidung ausrichtet. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es auch Punkte gibt, wo man entscheiden muss, nicht wegen der Frage, ob man wiedergewählt wird, sondern in der Sache. Das ist die Verantwortung, die man hat. Man hat ein Amt und dieses Amt dient den Menschen und nicht einem selber. Und wenn ich einen Punkt habe, wo ich eine Entscheidung treffen muss, ordnungspolitisch, von der ich zutiefst überzeugt bin, aber in dem Wissen, dass das riskant wird, für mich wiedergewählt zu werden, hat das Risiko, für mich zurückzutreten. Das ist für mein Verständnis von Politik. Macht halt viel auch aus, Sie haben es ja vorhin gesagt, das passt zu Ihrer Vita auch so ein Stückchen, diese Unabhängigkeit zu haben, vielleicht einen Beruf zu haben, andere Dinge noch zu haben, Erfahrungen im Leben gemacht zu haben, vielleicht auch in Familie, im Freundeskreis, wo man nicht immer die Dinge immer nur auf Diplomatie und auf Kuschelkurs, wo man manchmal vielleicht auch mal ganz klar Kante zeigen muss. Jetzt leben wir in einer Welt, die sich teilweise in Schwarz und Weiß präsentiert. Wir haben relativ eine neue Diskussionsart, wie wir sie vor 3 Jahren vielleicht noch gar nicht kannten. Und wir haben Parteien in der Landschaft, die ja aufs Feld gekommen sind, ohne sich wirklich dem Spiel zu stellen. Und dann kommt mal vielleicht einer von denen auf die Idee und sagt, ja, wenn ich was ganz Großes machen will, wenn ich vielleicht auch gestalten will, dann muss ich das machen, dann muss ich dort auch auftauchen. Und dann gab es dieses berühmte Duell eines, nennen wir ihn jetzt Rechtspopulisten oder wie immer, oder einfach nur Populisten, ist auch völlig egal. Und meistens im Wahlkampf sahen dann Politiker, mit dem darf ich ja gar nicht reden. Das ist ein AfDler, das ist so einer, ich darf mich dem gar nicht stellen, ich darf dem die Bühne nicht geben. Das ist aber wie beim Boxkampf oder wie beim Fußball, wenn du den Gegner nicht einmal vor dir hast, dann kannst du ihn auch nie besiegen. Und so ist es in der Politik eigentlich auch. Und viele Menschen denken auch so. Jetzt gab es dieses eine Rededuell oder dieses Nemmers-Podium, das am Ende abgesagt wurde. Aber so ihre eigene innere Überzeugung. Sie wollten dieses Gespräch haben, ganz einfach. Und ist das vielleicht auch der bessere Weg, um mit so einer Art Politik umzugehen in der Öffentlichkeit? Also wir müssen uns miteinander auseinandersetzen. Und wir müssen auch gelten lassen, dass andere andere Meinung haben. Und da ist es weniger die Frage, ob ich den überzeuge, der eine andere Meinung hat, jetzt sind wir mal in der Politik, sondern ob ich die überzeuge, die mir zuhören. Das ist der Punkt. Und das Gleiche gilt für das, was an der Universität passiert ist. Man begegnet antidemokratischen Tendenzen nicht dadurch, dass man selber antidemokratisch ist. Und an der Universität gilt es erst recht, dort bilden wir eine geistige Elite aus, von denen habe ich die Erwartung, dass sie das einsetzen, was sie mitbringen, ihr Gehirn und ihre Argumentationsfähigkeit. Das Erwartung habe ich übrigens an Politik auch. Und ich habe sie auch in der Gesellschaft, dass wir schwierig miteinander bereden, ohne den Anstand und die Achtung voreinander zu verlieren. Das heißt, die Auseinandersetzung muss so passieren, dass wir immer wissen, am Anfang und am Ende steht der Mensch. Und wenn uns das mal klarer wird, dann werden wir manches auch gegenseitig miteinander besser aushalten. Ich hatte jetzt auch mal so eine Veranstaltung, das war für den Bereich Landwirtschaft, und da waren die Sprecher aller Fraktionen, wirklich aller Fraktionen auch eingeladen, auch der Partei, mit der man dann nicht so gerne redet. Und der junge Mann kam dann hinter mir nach der Veranstaltung zu mir und sagt, Mensch, danke. Ich sage, für was denn eigentlich? Ich habe ihm genauso Fragen gestellt wie allen anderen. Aber weil ich genau das gemacht habe, weil ich ihm dieselben Fragen gestellt habe, weil ich ihn nicht extra noch gelabelt habe als Politiker oder als Populist oder als irgendwas, ist da auch mal dankend angekommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite tut es vielleicht auch mal ganz gut, dann am Ende auch im Duell zu stehen, weil am Ende die Kandidaten wie bei großen
bei großen Wahlen gegeneinander antreten in der Elefantenrunde. Da geht es ja auch darum, um einen Sieger herauszukristallisieren. Und wenn man einen erst gar nicht mitspielen lässt, dann kann er natürlich sein eigenes Spiel auch immer machen. Das ist so. Wir haben einen Bierdeckel gleich mehrere. Wir sind mal gespannt. Oh, dann wird es jetzt offen. Ist es nicht an der Zeit, Kollektivstrafen abzuschaffen? Kann sich Herr Kalnick vorstellen, dass sich die Wer hat es denn geschrieben? Also erstmal glaube ich, dass es in einem Gegen immer sehr schwierig wird. Ja? Also ich glaube, dass man miteinander Lösungen finden muss. Und hier kann ich nur sagen, ich glaube, dass gerade das, was aktuell auch gelebt und praktiziert wird, und das ist ja nun mal nachweislich, das Thema Strafen für bestimmte Vergehen, ich würde nicht sagen für alle, aber bestimmte Vergehen, ich sage jetzt mal Pyrotechnik, ist ja nun mal das Schlagwort schlechthin, was auf der einen Seite als Fankultur gelebt wird und auf der anderen Seite eben rigoros bestraft wird. Und ich glaube, dass man da überlegen muss zukünftig, ist das der richtige Weg noch, indem man die Vereine dort immer wieder zu härteren Strafen bittet und damit den Verein im Prinzip auch Strafen zuführt? Oder gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, gemeinsam mit den Fans Lösungen zu finden? Ja, und es ist auch ein Thema, was wir als Präsidium des 1. FC Magdeburg mitgenommen haben und gesagt haben, wir möchten dort ein Stück weit auch Brücken bauen, weil nur eine Seite auszugrenzen wird nicht funktionieren. Es gibt vielleicht einen guten Kompromiss in der Mitte irgendwo und ich glaube, da muss man nach Lösungen suchen und dann wird man sie vielleicht auch finden. Oh, ist was weiter. Wir bleiben mal beim Stadion noch. Eine Frage zum Stadion. Wie soll die Stadionproblematik gelöst werden? Einmal organisatorisch, dann zeitlich und vor allen Dingen natürlich auch finanziell. Gibt es da schon Gespräche? Ja, danke. Das ist eigentlich nochmal ein guter Aufhang. Ja, und zwar für eine Sache, ist mir ganz wichtig. Wir sind in einer Diskussion, da ist mir das auch gestern wieder aufgefallen bei einer Veranstaltung. Da kommt mir unser OB ein bisschen zu schlecht weg. Weil Fakt ist ja der, und du hattest es ja vorhin auch gesagt, ja, die so nach dem Motto, die Stadt hätte die Verantwortung übertragen. Also grundsätzlich finde ich erstmal gut, wenn wir als Verein das letzte Wort haben dürfen für eine Entscheidung, wenn es auch um unsere Existenz geht. Und das hat ja die Stadt angeboten, ja, indem sie gesagt hat, wir können es nicht garantieren, aber wenn ihr vielleicht noch eine Maßnahme habt, dann besteht die Möglichkeit. Und das ist erstmal grundsätzlich auch ein guter Schachzug. So, Punkt. Wir haben aber gesagt, wir haben keine Maßnahmen, wir haben alles überlegt und deswegen sage ich, gab es diese Entscheidung. Ich glaube, da vielleicht das eine oder andere hätte man sich dann in der Öffentlichkeit gemeinsam ersparen können, aber am Ende des Tages muss man auch wissen, wir haben ja dieses Stadion zu einer Zeit bekommen, als hier in dieser Stadt, und ich habe es ja miterlebt, diskutiert wurde, ob wir die Schulbücher für Erstklässler bezahlen, ja, oder ob wir das Tangentenlicht in der Nacht da ausschalten, was wurde sogar zu seiner Zeit ausgeschalten, wo die Stadt extrem sparen musste. Und trotzdem haben wir dieses Stadion durchgesetzt bekommen und ich glaube, dass da unser Oberbürgermeister einen großen Anteil hat. Das darf man an der Stelle nie vergessen und das haben wir auch nie vergessen. Und ich glaube, sonst hätte es den 1. FC Magdeburg heute an dieser Stelle nicht gegeben. Ja, und das wissen wir zu schätzen. Und ich glaube, dass sich auch das Fanleben ein Stück weit auch verändert hat. Wenn man jetzt hier beim 1. FC Magdeburg sieht, na klar, hüpfen wir jetzt hier 5.000. Ja? Und das ist eine andere Gewalt, als wenn es früher vielleicht 500 waren oder 1.000 waren. Das ist so, das führt zur Problematik und die Problematik müssen wir jetzt miteinander lösen. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Kurs, Dinge herbeizuführen. Und vor allen Dingen haben wir ja noch eine Möglichkeit, das muss man ja auch sehen. Seinerzeit wurde dieses Stadion, dafür haben wir uns immer gelobt, für den, glaube ich, preiswertesten oder wie sagt man, den niedrigsten Preis pro Zuschauerplatz gebaut. Aber natürlich hat das natürlich auch seinen Preis auf der Umkehrseite. Und wir haben hier bestimmte Mängel, die finden wir halt vor, nicht nur beim Hüpfen, sondern auch drumherum. Und vielleicht gibt es jetzt nochmal die Möglichkeit, über dieses Projekt so zu diskutieren, dass man bestimmt dieses Stadion jetzt nochmal so aufstellen kann, dass es zukunftsträchtig auch ist, vielleicht auch für höhere Aufgaben. So will ich es mal sagen. Ich habe mal mit Rolf Töpperwien viele Veranstaltungen gehabt und da habe ich Rolf Töpperwien, ZDF-Reporter, für die, die ihn nicht kennen, gefragt, warum er eigentlich der einzige Reporter ist beim ZDF-Studio. Sonst hat man nur das ZDF
Mikrofon gesehen in der Kamera. Wenn Rolf Töpperwien allerdings Fragen gestellt hat, war immer so das Gesicht noch mit drin. Und da hat mir Rolf Töpperwien gesagt, wenn jemand eine kluge Frage stellt, dann hat das Publikum auch das Recht zu erfahren, wer es war. Und weil das eine kluge Frage war, auf dem Deckel möchte ich es ähnlich wie bei Rolf Töpperwien haben. Von wem kam denn die Frage? Ah, hier, da sind zwei sehr intensive Fragen gleich nebeneinander. Die nächste kam, ich glaube, die war für Sie. Herr Stahlknecht, kann der Innenminister verstehen, dass der DFB als korrupt bezeichnet wird? Gibt zwei Antworten. Also es hat ein paar Vorfälle gegeben, die fürs Image nicht gut waren und wo ich durchaus verstehen kann, dass Menschen sowas denken, auch wenn es objektiv dann nicht so ist. Das ist einfach so. Man muss sich auch klar sein, dass das, was man dort tut, auch von Menschen wahrgenommen wird. Und da hat es ein paar Vorfälle gegeben, die haben dem Image des DFB nicht gut getan und dann kommt sowas bei raus. Und vielleicht auch noch ein Satz dazu. Ich bin ja Sportfunktionär Kraftamtes 2011 geworden und bin das erste Mal in diese Welt der großen Sportfunktionäre eingetaucht. Auch wenn man viel Geld verdient, sollte man nie vergessen, dass es auch Menschen gibt, die weniger Geld haben und auch sich mit den Menschen so auseinandersetzen auf Augenhöhe. Und manche habe ich gelegentlich das Gefühl, mit Zunahme des Geldbeutels auch die Bodenhaftung zu verlieren. Das gehört auch dazu. Wir merken es ja auch gerade, was Funktionärswesen betrifft, an der Handball-Weltmeisterschaft. 600.000 haben das Spiel, das erste Spiel gesehen. Das ist nicht wenig fürs Internet. Aber ehrlich gesagt, wäre es im Fernsehen gelaufen, der ARD oder der ZDF, hätten wahrscheinlich 3-4 Millionen zugeguckt. Und es wird vielleicht mal ein Weltmeistertitel sein, den man eher im Radio gehört hat oder wahrscheinlich aus der Zeitung der Kollegen der Volksstimme zum Beispiel mitbekommen hat, weil es auch so eine Geschichte ist, die nicht unbedingt sein muss. Aber wir sind beim Fußball. Und da gibt es so ein Thema, sind wir beim Thema Geld. 50-1, ja, dafür, dagegen oder was könnte vielleicht die Grauzone dazwischen sein? Na gut, die Grauzone gibt es ja schon, ja. Also das dürfen wir ja nicht vergessen. Also es gibt ja Vereine, die man selber umsetzt. Ja, es gibt Vereine, die es gibt verschiedene Modelle, so will ich es mal sagen, vielleicht im Profifußball. Und ich glaube, dass jedes Modell für sich funktionieren kann. Und am Ende des Tages für den 1. FC Magdeburg gesprochen, ich glaube, hier ist es extrem wichtig, dass am Ende des Tages immer der Verein das Stimmrecht besitzt. Und insofern darf ich nur sagen, also die Mitglieder des Vereins sind nun mal das höchste Organ, das wir haben, die Mitgliederversammlung. Und insofern bin ich dafür, dass es in diesem Verein auf jeden Fall so bleibt. Es gibt andere Vereine, da ist ja diese Grauzone schon da. Da gibt es Unternehmer, die sitzen oben an der Spitze. Es wird ein Stück weit ausgehebelt. Auch die funktionieren, auch die sind im Profifußball vielleicht sogar fast on top. Und von daher glaube ich, jedes Modell hat seine Berechtigung, aber am Ende des Tages hier für den 1. FC Magdeburg darf ich sagen, hier muss es so sein, dass die Mitglieder ganz vorne stehen. Ich höre hier eins raus, der Verein soll es für sich selber entscheiden. Was würden Sie sagen? Sollte man es vorregeln oder ist es die Entscheidung eines Vereines und der DFB sollte sich da raushalten ein Stückchen weit und sagen, wenn das für einen Verein das bessere Modell ist, wenn die damit besser leben, vielleicht auch den erfolgreicheren Fußball spielen, dann sollen sie es doch ganz einfach machen. Ich denke, der Verein sollte das entscheiden. Also relativ klare Antwort, das würde heißen, in der Runde kann es das 50+1 durchaus dieses Stimmrecht geben, wenn es den allen gut tut und wenn Verein und die Fans und alles, was zu dieser Wertewelt gehört, sich dafür entscheiden, dann kann es eine gute Runde sein. Ich habe hier noch einen Bierdeckel, haben wir alle? Kollektivstrafen? 50-1? Nö. Ich frage mal durch die Runde, wer jetzt vielleicht auch nicht schreiben will, sondern es ist gerne erzählt. Ich komme auch gerne mit dem Mikrofon mal rum. Gibt es noch eine Frage aus dieser Runde? Dann würde ich mal nachhaken, weil wir haben ja jetzt Januar und es gab ja den Tag, wo die Silvesterraketen in den Himmel geschossen wird und dann wünscht man sich was. Was haben Sie sich denn gewünscht, Herr Kalnick, für das neue Jahr? Ja, vor allen Dingen Gesundheit. Also das steht, glaube ich, über allem, weil ohne diese würde nichts funktionieren. Und das habe ich mir gewünscht, natürlich für meine Liebsten, für meine Familie und natürlich ja auch für mich selbst. Es gibt immer zwei Dinge. Das eine ist ein Wunsch und dann gibt es immer ein Projekt, was man sich ja auch noch irgendwie realisieren will. Was wäre das zweite, das Projekt? Ja, ich denke, dass wir konsequent unserem Weg weitergehen. Und der ist so, dass wir uns natürlich stetig bisher entwickelt haben und dass wir uns auch weiterhin positiv entwickeln. Das, glaube ich, steht für uns ganz vorne. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir schon ganz gut unterwegs, auch in diesem Jahr 2017. Herr Stahlknecht, Sie hatten einen Vorteil. Sie haben ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Überlegen. Was haben Sie sich denn ganz persönlich gewünscht? Das Gleiche wie Herr Kalnick. Können wir ganz kurz mal. Genau das Gleiche, auch in dem Zusammenhang mit Familie. Mich hat jetzt auch jemand gefragt, ich habe mir Glück gewünscht.
okay, warum nicht Gesundheit? Ich sage, wenn ich nicht gesund wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht glücklich. Also nehme ich lieber das Glück, das schließt wahrscheinlich die Gesundheit, das Geld, die Liebe, wahrscheinlich alles irgendwie mit ein. Naja, Sie brauchen beides. Wissen Sie, auf der Titanic, die waren auch alle gesund. Ja. Und die hatten aber kein Glück. Ja, deswegen sage ich ja. Also insofern brauchen sie beides. Mhm. Ja, ne? Also insofern Gesundheit gewünscht und an das Glück muss man glauben. Was war so ein Projekt, was Ihnen noch am Herzen ist, wo man sagt, das ist eher so das Berufliche, das ist eher so das, was man sich mal auf eine Karteikarte schreibt oder bei so einem Interview preisgibt? Also es gab ein privates, das habe ich realisiert und beruflich wollen wir einfach versuchen, die bestmögliche Arbeit zu machen und das zu professionalisieren. Und privat ist es so, ich gehe ja zur Yacht und habe mir gedacht, irgendwie bräuchte ich mal so ein uraltes Geländeauto, damit ich den Hauptwagen der Familie nicht irgendwann mal da irgendwie schrotte. Und das Projekt habe ich jetzt umgesetzt. Ich habe mir einen 17 Jahre alten Mitsubishi Pajero gekauft. Das war so das private Objekt. War übrigens das billigste Auto, was ich je gekauft habe. Aber es ist eine coole Karre, muss ich sagen. Ja, und das passt schon. Ja. Vor allen Dingen ist es nicht so dramatisch, wenn er mal dreckig ist. Der kann halt auch mal dreckig bleiben, oder? Der kann dreckig bleiben, ja. Da können die Hunde rein. Und wenn ich da mal eine Schramme reinfahre, dann ist das auch nicht weiter schlimm. So ist der Plan. Und das war das Projekt. Ja, und das haben wir gemacht. Und ja, und beruflich gucken wir mal, dass wir das so gut als möglich für dieses Land weitermachen können. Ich sage, eine Diskussion ist dann immer entspannt und schön, wenn man auch merkt, da gibt es eine Chemie auch zueinander, zwischen denen, die miteinander reden. Wo sehen Sie denn Herrn Stahlknecht in, sagen wir mal, 10 Jahren? Oh, das ist eine schwere, glaube ich, Prognose, weil ich denke, man sieht es ja immer wieder, gerade auch in der Politik, es gibt immer bestimmte Gefahren, die lauern. Ja? Gerade wenn man dann auch bestimmte Standpunkte beharrt, und auch ganz klar die Überzeugung, dass das der richtige Weg ist, ist es vielleicht nicht immer für die Karriere fördernd, aber ich glaube, politisch manchmal muss man sich die Verantwortung auch bewusst sein für bestimmte Dinge eintreten, was wir gerade vorhin auf der unser Basis schon erklärt haben. Insofern, glaube ich, ist es schwer zu beschreiben, wo Herr Stahlknecht in 10 Jahren sein wird. Ich glaube aber nur eins, er wird in 10 Jahren genauso sein, wie er es heute ist. Er wird nämlich für die Dinge eintreten, die er auch sagt und für die er lebt und für die er auch die Verantwortung trägt. Und ich nehme ihn wahr als einen sehr verantwortungsbewussten Politiker. Ja, und das ist ja am Ende des Tages ein Stück weit, was ja auch in der Wirtschaft den Managern ein bisschen auch abgesprochen wird. Ja, also diese Verantwortung auch für die Mitarbeiter zu haben und für das Unternehmen zu haben und nicht zu sagen, ich nehme mir heute meine Kohle noch mit, meine Prämie am Ende des Jahres und was danach passiert, ist mir egal. Also irgendwo hat man ja ein Stück weit Verantwortung für das Unternehmen und die Mitarbeiter und so ist, glaube ich, auch in der Politik und da bin ich der Überzeugung, dass unser Minister da seinen Weg gehen wird und seine Dinge klar auf den Punkt bringen wird und vertreten wird. Jetzt haben Sie aber ziemlich viel lange Zeit gehabt, um sich eine Antwort auszudenken. Wo sehen Sie denn Herrn Kalnick in 10 Jahren? Ich hoffe, an der Spitze weiterhin dieses Vereins, der zumindest in der zweiten Liga spielt. Das wäre genau, das könnte ich mir denken können. Das wird eine relativ kurze Antwort, hatte ich mir so gedacht. Warum würden Sie mit ihm gerne ein Bier trinken gehen, ganz privat, ohne berufliche Sachen? Weil ich Herrn Stahlknecht über eine andere Schiene mal persönlich kennengelernt habe. Und zwar, ich habe selber mal organisiert ein sogenanntes Fußball-Benefiz-Turnier. Und zwar hier in Lostau und zwar die Pfeifferschen Stiftung für das Kinderhospiz. Und hatte damals seinerzeit auch beim Innenministerium angefragt, ob dort auch eine Mannschaft zur Verfügung stehen würde. Und Herr Minister hat gesagt, für den guten Zweck kommt er sogar persönlich und spielt mit. Und ich habe ihn kennengelernt dabei, dass wir danach dann immer noch eine Runde gegrillt haben und wird auch das ein oder andere Bier getrunken. Und er hat sich da so ganz locker in die Massen reingestellt und das über 2-3 Jahre ging das sogar so. Und immer mit den Leuten sich unterhalten, sehr volksnah. Und ich glaube, da redet man nicht nur über Politik, sondern über das normale Leben, weil ich glaube, da kann man auch ein Stück weit auch profitieren von seiner Erfahrung und von seiner Menschlichkeit. Brauche ich Sie gar nicht mehr fragen eigentlich, weil Sie es sowieso schon getan haben. Da würde ich die Runde abschließen. Ich sage erstmal Danke an alle, weil wir machen ja gleich noch weiter. Wir wollen noch ein bisschen wissen, was unter Spaniens Sonne so passiert ist. Und da fragen wir aber nicht den Manager, da fragen wir die Mannschaft ganz direkt. Da gibt es die ganz ehrlichen Antworten. Ich hatte jetzt vor kurzem, fragte mich einer, aber wirklich so voll im Ernstes. Ich dachte, was wird denn jetzt zum Schluss noch für eine Frage kommen? Und er fragte, was würden Sie mitnehmen auf eine einsame Insel? Ich gebe meine Antwort ganz zum Schluss, aber was würden Sie mitnehmen, Herr Stahlknecht? Meine Familie. Herr Kalnick? Ein Rückflugticket. Wir liegen da nicht ganz falsch. Mich haben alle angeguckt und gesagt, ich nehme nur eine Sache mit. Was denn? Ein Schnellboot. Ich will wieder zurück unter Menschen. Ich sage danke für die Offenheit. Danke. Herr Kalnick, vielen, vielen Dank. Lassen Sie die Mikrofone hier.
Wir nehmen die Jungs gleich ran, damit wir dann entspannt zum Bier kommen. Ich finde immer, durch so eine Runde kann man auch Menschen, Charaktere ein bisschen besser einschätzen. Vielleicht auch mal so das Handeln, warum jemand was gemacht hat. Man liest etwas, man erfährt etwas, aber wenn man es aus allererster Hand kommt, dann ist es immer noch die beste Variante. Und dafür sage ich erstmal hier in der Runde vielen, vielen Dank. So, und während wir hier in der Winterkälte eher mal eine rote Nase bekommen, haben diese Jungs zumindest in der letzten Zeit ein bisschen Sonne abbekommen und damit auch eine gesunde Gesichtsfarbe. Das kann aber auch vom Schwitzen und vom harten Training sein. Jetzt habe ich einen Trainer, doch, da ist er doch, der Trainer ist auch da, hat sich hier wunderbar hinter den Damen versteckt. Herzlich willkommen Jens Hertel und herzlich willkommen unserem Kapitän. Ich kann euch versprechen, es wird deutlich kürzer werden, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen was erfahren, hier ganz exklusiv und für alle anderen, die nicht dabei waren, die werden es dann morgen in der Zeitung haben. Wie ist das Training, Lara, abgelaufen? War es eine gute Sache? Hat sich die Mannschaft noch ein bisschen besser gefunden? Ist, glaube ich, an. Warte, ich gucke. Jetzt. So, jetzt. Ja, ja, Abend zusammen erstmal. Wie war das Trainingslager? Ja, man kennt es halt sehr intensiv. Also es war schon sehr intensiv, aber ich denke trotzdem als Mannschaft kann man nicht ganz zufrieden sein, weil wir einfach zu viele Probleme hatten. Wir hatten Kranke, die leider geschwächt waren, die nicht mittrainieren konnten. Ein paar Verletzte, die leider auch nicht mittrainieren konnten. Also ich denke, es wäre schöner gelaufen, wenn alle Mann an Bord wären. Wäre für das Trainerteam, glaube ich, viel besser und für die Mannschaft an sich auch, weil die Vorbereitungsphase sehr kurz ist. Aber dennoch, die Leute, die auf dem Platz standen und die trainieren durften, haben das intensiv genossen und wir haben natürlich Körner gesammelt für die Rückrunde. Jetzt gab es so ein paar Kritiker, also wenn man in der Zeitung gelesen hat, so die Ergebnisse mal oder auch im Videotext beim MDR, die gesagt haben, ja, jetzt haben die das eine Spiel verloren, das andere auch und dann nochmal das Unentschieden hinten dran. Fährt man da hin, um Spiele zu gewinnen oder fährt man eher hin, um Erkenntnisse zu gewinnen? Ja, in erster Linie natürlich Erkenntnisse zu gewinnen, ja. Also Vorbereitungsspiele, wie gesagt, die stehen den nächsten Tag nochmal in der Zeitung, dann interessiert die niemand mehr. Es war ein bisschen kompliziert, weil wir im letzten Jahr Probleme hatten, dann einfach auch Mannschaften zu finden. Jetzt haben wir dann eben gesagt, okay, wir wollen eigentlich zwei Spiele machen. Jetzt haben wir zwei ausgemacht und dann war halt noch ein drittes, was immer so ein bisschen wackelig war, kam dann auch noch dazu, sodass es vielleicht ein Spiel zu viel war. Aber am Ende haben wir trotzdem Erkenntnisse aus den Spielen mitnehmen können, auch wenn wir sie verloren haben. Und auch die Jungs, ja, das ist dann auch nach 5 Siegen am Ende auch mal wieder zu fühlen, wie auf Deutsch gesagt scheiße sich eine Niederlage anfühlt. Das gehört dann auch in so eine Vorbereitung mit rein und bringt dann natürlich auch ein Stückchen Motivation jetzt auch für die Zeit hier zu Hause, auch wenn wir natürlich leider hier nicht so sattes Grün haben wie in Spanien, denn ringsrum. Außer den Kranken haben wir natürlich optimale Bedingungen gehabt, super Trainingsplätze, das Hotel gut, also das Wetter perfekt, ja, also Sonnenschein, wenig Wind, kein Regen, also das waren alles Dinge, die ich denke auch den Jungs ein bisschen Spaß gemacht haben, wo die jetzt noch das erste Mal auf dem Rasen waren, haben die Augen geleuchtet, sie haben richtig Spielfreude entwickelt und das nehmen wir schon noch mit, ja, und dafür sind wir auch dem Verein dankbar, dass wir so ein Trainingslager machen können unter so guten Voraussetzungen und ich glaube auch die Jungs, wenn sie jetzt hier sind, würden sie sich schon auch wieder lieber zurückbeamen nach Spanien. Jetzt habt ihr so einen wunderbaren Lauf gehabt, der ist jetzt durch das Trainingslager natürlich und auch durch die Pause ein bisschen unterbrochen. Jetzt hat man sich aber an Siegen so ein bisschen gewöhnt, auch diese, ich nenne mal diesen Begriff, diese Geilheit auf Siegen, die man einfach auch braucht. Ist die ein Stückchen verloren gegangen durch diese Niederlagen oder spielt das jetzt keine Rolle, weil das wirklich außen vor ist, dieses Trainingslager? Das sind völlig verschiedene Schuhe. Ja. Wir haben ja da auch viel probiert, wir haben gewechselt, wir haben die Grundordnung gewechselt, um ein paar Dinge zu probieren. Das kann man jetzt nicht mit dem Punktspiel vergleichen. Das gehen die Jungs auch ganz anders an. Sie haben auch einen anderen physischen Zustand gehabt, sind schon sehr müde. Ich denke, Karlsruhe hat sich schon extrem auf dieses Spiel auch vorbereitet. Die waren sehr frisch und wir waren das nicht. Und dann ist es natürlich klar, dass man dann hin und wieder mal ein Stückchen hinterherläuft. Aber wie gesagt, das mal zu sehen und am eigenen Leib auch wieder zu spüren, ist auch nicht ganz so schlecht. Frage ich mal die Mannschaft. So ein Trainingslager ist ja eigentlich eher was, wo ein bisschen gekeult wird, Grundwerte geschaffen werden. Jetzt kennen wir das auch von der WM 1974.
da hat man auch viel trainiert und es ist nichts gelaufen. Und als dann der Bierhahn gelaufen ist mal, da ging es auf einmal, da funktioniert auch die deutsche Nationalmannschaft. Wie viel ist denn auch dieser Gemeinschaftssinn, dass alle mal zusammen sind, alle dasselbe erleben? Wie wichtig ist das eigentlich für eine Mannschaft? Auch mal für die, die so aus dem Nachwuchs vielleicht mit dazuziehen und das erste Mal mit dabei sind. Ja, das ist enorm wichtig. Also gerade wir als Mannschaft leben davon, von der Gemeinschaft. Wir haben einen unwahrscheinlichen Charakter entwickelt im Laufe der Jahre und man merkt es auch halt bei der Integration der neuen Spieler, dass sie eigentlich relativ mit offenen Armen empfangen werden. Sie müssen natürlich auch ihr Stück dazu beitragen, aber so ein Trainingslager bietet halt natürlich viel Spielraum, um miteinander zu sprechen. Man ist 24 Stunden zusammen, man isst zusammen, man schläft zusammen, aber in anderen Sinne. Man hat ein Zimmer, das man mit den Nachbarn bekleidet. Man kann sich viel austauschen, man lernt den Menschen auch kennen und denke ich mal, das ist wichtig. Bei Endeffekt sind wir halt irgendwo Mitarbeiter, wir sind aber auch Freunde und ich denke, in so welchen Phasen wie das Trainingslager kann man schon eine vertrauensvolle Basis aufbauen, die wichtig halt für das Wochenende ist, wenn es um Punkte geht. Jetzt haben die Engländer so schön, die spielen einfach mal durch und kloppen auch an Weihnachten und an Silvester. Jetzt kommt so eine Pause. Die einen sagen, das ist gar nicht mal so gut. Vielleicht ist es aber für den einen oder anderen Spieler, den man geholt hat, schon mit einem relativ klaren Plan, aber es noch nicht funktioniert hat, noch nicht so gegriffen hat. Ist dann so eine Zeit vielleicht doch mal gut, um da vielleicht nochmal die Reloaded-Taste zu drücken und den einen oder anderen, den man geholt hat, den man noch nicht so richtig integrieren konnte, der sich vielleicht auch noch nicht so richtig angeboten hat, nochmal eine Chance zu geben oder selber sich anbietet für euch? Also ich bin Fan von der Winterpause, also wir haben im Dezember, ich denke schon auch die Jungs so, trotz der Siege knirscht man dann schon auf dem Zahnfleisch und alles fällt ein bisschen schwerer, so diese 14 Tage einfach auch mal niemanden zu sehen, die haben schon gut getan. Wir würden uns noch mehr Zeit wünschen, ja, um diese Dinge, die Sie jetzt auch angesprochen haben, nachzujustieren. Jeder kriegt nochmal eine Chance, jeder kann in den Testspielen sich beweisen. Es ist ein Stückchen, ja, so eine Reload-Taste kann man das schon bezeichnen, die dann jeder eben drücken kann. Und insgesamt kann man dann natürlich auch nochmal ein paar Sachen nacharbeiten, ohne den ganz großen Druck das Ergebnis bringen zu müssen. Von der Seite, ein Trainer wünscht sich immer dann auch so eine Zeiten, einfach intensiv mit der Mannschaft trainieren zu können und nicht immer diesen Druck haben, Ergebnisse liefern zu müssen und dann einfach auch ein paar Sachen auszuprobieren. Von der Seite her, wir genießen das, dass wir diese Winterpause haben können, auch Weihnachten eben zu Hause sind und nicht am zweiten Feiertag oder Silvester Spiele machen müssen. Aber wir wissen nicht, wie es kommt, wenn überall da mehr Geld verdient werden muss, um gute Spieler zu halten, wird es vielleicht in Deutschland auch irgendwann so sein. Wer hat sich denn so angeboten jetzt im Trainingslager nochmal, von dem man Sie persönlich angenehm überrascht waren und gesagt haben, das könnte einer sein, vielleicht auch nochmal für die Startformation, die wir so gar nicht auf dem Zettel hatten? Da ist niemand so, der jetzt direkt explodiert, sondern sind ähnliche Dinge, die wir jetzt eigentlich von den Jungs auch erwarten oder gesehen haben. Sicherlich für den einen oder anderen nochmal mit einem anderen Zug, mit einer anderen Motivation, auch mit einer anderen körperlichen Voraussetzung, als das im Sommer gewesen ist. Aber es waren jetzt auch nicht gänzlich neue Erkenntnisse oder ist jetzt jemand irgendwo völlig aus dem Windschatten raus, wo man ihn jetzt irgendwo vorher nicht gesehen hat. Hat irgendjemand das Video gesehen von unserem Zeugwart auf der Fahrt mit Jan Klinker nach Hause? Noch nicht? Das Gesangsvideo von Heiko? Nee. Noch nicht? Dann empfehle ich das allen nachher nochmal anzuschauen. Also ich glaube, er ist jetzt schon bei 5.800 Klicks, aber es werden wirklich stündlich mehr. Gab es für euch als Mannschaft, da sitzt man ja nochmal intern auch zusammen, alleine oder den Trainerstab, vielleicht sowas wie ein Schwur für diese Rückrunde, wo ich nochmal zusammengesetzt habe und gesagt, das muss es werden? Jetzt direkt im Trainingslager nicht, aber man ist halt täglich zusammen, auch in der Vorbereitungsphase. Man trainiert 2-3 Mal am Tag und da gibt es natürlich auch Gespräche darüber. Uns ist schon bewusst, welche Chance die Mannschaft, der Verein dieses Jahr hat. Die wollen wir auch nicht aus den Augen lassen, aber dennoch ist uns auch genauso klar, dass man Respekt vor der dritten Liga haben sollte. Es kann relativ schnell gehen. Da sind die Mannschaften hauteng beieinander. Da liegt man punktemäßig nicht weit auseinander, aber die Hinrunde hat gezeigt, dass wir nicht umsonst auf diesem Platz stehen, dass wir uns sehr viel erarbeitet haben und dass wir wieder das Maximale rausholen müssen, wieder so eine ähnlich gute Hinrunde zu spielen. Und dann wollen wir mal schauen, wo wir am Ende stehen. Aber wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich die 45 Punkte sammeln und die Mannschaft, wenn sie was hat, ist Bescheidenheit und Demut. Und das, denke ich mal, tut uns auch gut.
Jetzt gibt es eine Zeitschrift, die heißt Elf Freunde, weil das so eine richtig schöne Fußballfolklore ist und die auch richtig gut passt. Bei euch müssen es sogar noch ein paar mehr sein. Aber es ist vielleicht auch das Geheimnis, dass muss nicht unbedingt alle dicke Freunde sein, aber dass man sich so respektiert und dass das so miteinander so reibungslos funktioniert? Ja, Respekt. Das ist sehr, sehr wichtig in unserem Leben allgemein, jetzt nicht nur im Sport, sondern auch den Umgang in der Öffentlichkeit oder zu Hause mit der Familie, mit den Freunden. Man sollte Respekt voreinander haben, man sollte sich die Meinung sagen, auch dem besten Freund vielleicht und nicht immer nur den, der am schwächsten ist, irgendwo das schwächste Glied angreifen. Und das macht eigentlich die Mannschaft aus, dass die sich gegenseitig auch etwas sagen kann. Man ist dann vielleicht sauer an dem Moment aufeinander, aber im Endeffekt geht es nicht um den einzelnen Spieler, sondern um das Gesamte. Und der Verein steht über alles. Wir alle haben die Möglichkeit, etwas zu erreichen. Und in der Zeit, die uns verbleibt im Verein, will ich persönlich und die Mannschaft genauso das Maximale zu erreichen, damit die Nachgänger es schwierig haben, wieder das zu erreichen, was wir geschafft haben. Jetzt kennt man in der Fußball... Im Fußball gibt es so einen Automatismus, wenn es läuft, ist alles schön und wenn es in der Mannschaft gar nicht läuft, dann weiß man zwar, ja, aber dann geht man immer an den Trainer, dann fängt die Diskussion immer ganz, ganz schnell an. Wie viel, damit man es auch mal da draußen sagt, wie viel Anteil hat denn wirklich der Trainer an dem Erfolg, den wir hier gerade haben und den wir seit jetzt, ja, 3 Jahren genießen? Ich hoffe, die Mannschaft schaut nicht zu, dann heißt es, dass ich hier rumschleim. Nein, jeder weiß eigentlich um die Qualität von unserem Trainer. Also er ist ein Gewinn für den Verein, so akribisch wie er arbeitet und uns eigentlich optimal jedes Mal auf den Spielbetrieb vorbereitet. Das ist nicht selbstverständlich. Also er lebt das, er lebt uns vor, was er von uns erwartet. Das, denke ich mal, ist enorm wichtig. Die Mannschaft versteht es. Es hat auch eine Zeit gedauert, bis wir auch die Art und Weise Fußball spielen verstanden haben. Da gab es auch jede Menge negative Erlebnisse, die wir einfahren mussten. Wenn man sich an die erste Regionalliga-Saison unter Jens Hertel vorstellt, dann möchte man gar nicht zurückdrängen. Da kriegt man jetzt noch Gänsehaut. Da war es schon fast kurz davor, dass der Trainer nicht mehr Trainer ist. Also es kann relativ schnell gehen in dem Geschäft. Aber dann hat es auf einmal... hat irgendwo der Schalter, wurde umgelegt. Die Art und Fußball mit dem offensiven Pressing haben wir verstanden, haben wir vertraut und am Ende waren wir nicht mehr zu stoppen. Und das ist es eigentlich, was wir auch immer wieder uns vor Augen halten führen müssen, dass wir da jemanden haben, der einfach nur das Beste für uns will. Und wenn wir das Beste abrufen, dann profitiert jeder Einzelne in dem ganzen Kollektiv. So was Ähnliches haben wir heute schon mal gehört. Genau. Und zwar in der ersten Runde, dass man schon für sich einen klaren Plan haben muss. Deswegen macht man seinen Job und dass man da auch das Scheitern mal einkalkuliert, aber sagt, das ist mein Plan. Ein Stück Ihres Geheimnisses, was ist denn das Geheimnis, dass die Mannschaft Ihnen auch so folgt und vor allen Dingen so vertraut? Also auch in dieser Phase, die wir in diesem Jahr hatten, wo der Tabellenplatz mal lange zweistellig war und dann auch die zweite Zahl dahinter immer größer wurde. Das Wichtigste für einen Trainer ist genau das wie für einen Fußballverein. Der muss Punkte holen und am Ende war das sicherlich der Schlüssel, dass wir dann halt auch immer mal eine Serie hinlegen konnten, wo wir Punkte gemacht haben und dann in der Tabelle auch nach oben kommen. Weil Vertrauen, man kann viele Dinge immer vorgeben, den Jungs mit an der Hand geben, aber anfühlen, das ist dann immer noch das Entscheidende, was dann dazu kommt, dass sie Vertrauen fassen in die Dinge, die man ihnen vorgibt oder die man trainiert, dass sie am Ende des Spiels 3 Punkte haben und sehen, dass es eben geht. Und das ist ja, das ist das am Ende das Geheimnis. Aber ein paar Sachen klar, man muss eben wissen, wie man mit den Jungs auch umgeht. Vertrauen ist halt immer eine wichtige Sache, aber das geht immer in beide Richtungen. Ja, also Trainer kann halt dem Spieler auch nur vertrauen, wenn er ihn aufstellt und er gute Leistung bringt oder zumindest der Trainer das Gefühl hat, er hat 100% gegeben von allem, was er an dem Tag zu geben vermocht hat. Ja, und dann kann man auch Vertrauen entwickeln. Da ist es immer so eine Rede von den Spielern, ja, der Trainer gibt mir kein Vertrauen. Aber jeder hat im Training die Chance, sich zu präsentieren. Ich denke, wir haben da so ein paar Dinge, wo wir das auch immer wieder kontrollieren. Wer ist denn der, der eben Spiele gewinnen will? Wer gewinnt die meisten Spiele am Monatsende? Dass wir das dann schon im Blick haben. Wer gut trainiert, der kriegt auch eine Chance. Das ist Leistungsfußball. Und dann kann man auch Vertrauen zueinander entwickeln, wenn man merkt, okay, es ziehen alle an einem Strang, jeder will gewinnen und alles für das Team tun. Trainer macht viel aus, auch was die Motivation betrifft. Ein guter Freund von mir ist HFC-Fan und mit dem kann ich mich natürlich immer wunderbar austauschen.
Und er sagte so in der Beschreibung, er sagt, Mensch, ja, der HFC, warum gewinnen die manche Spiele nicht? Er sagt, ja, wir haben einen Trainer, der macht draußen schon ganz schön Bambule, aber ich glaube, in der Halbzeitkabine ist der eher ruhig. Und er hat so die Vermutung, aber da frage ich nicht den Trainer, da frage ich den Spieler. In Magdeburg ist genau umgerechnet. Ich glaube, der Härte draußen ist relativ ruhig und besonnen, aber wenn der in die Kabine reingeht, da wird er Bambule sein. Ist das so? Ja, darum haben wir auch doppelte Wände in der Kabine, damit das keiner mitkriegt. Nein, er ist einfach authentisch. Er ist so, wie er ist. Wenn er an der Seitenlinie, wir haben ja auch oft Spielauswertungen, Analysen, leider seid ihr nicht dabei, dann seht ihr auch mal, wie unser Trainer draußen rumzappelt. Also der verlässt da schon öfters die Coaching-Zone und da muss man auch wieder einfangen. Und so kann auch in der Kabine sein, aber ich denke, seine Stärke ist, das Ganze auch sachlich zu analysieren. Es ist immer die Art und Weise, wie man etwas der Mannschaft überträgt. Es bringt nichts ein, wenn ich in der Kabine einen Trainer habe, der von A nach B die ganze Zeit rumhüpft und keiner versteht, was er sagt, da habe ich als Spieler auch nichts von, sondern ich möchte wirklich wissen, weil er vielleicht auch das Auge von außen anders hat, als wir Spieler mitten auf dem Spielfeld, was kann man vielleicht besser machen, wie kann man taktisch agieren, wo kann man vielleicht Auswechslung durchführen, und das versucht er uns zu übermitteln und geht doch aber auch ziemlich früh schon aus der Kabine raus und überlässt uns Mannschaft auch die Verantwortung, nochmal miteinander zu sprechen und dass wir auch vielleicht in Eigenregie vielleicht Verantwortung übernehmen und auch Lösungsbeispiele oder Lösungen vorschlagen. Also ich glaube, das ist eine gute Mischung. Ich denke, wir gehen hier alle, nach dem, was wir hier gehört haben, mit einem ziemlich guten Gefühl nach Hause und wissen, auch wenn die Spiele im Trainingslager nicht gewonnen werden, ich glaube, die Erkenntnisse, die gewonnen wurden, sind deutlich größer. Ich glaube, das machen wir alle gemeinsam, euch die Daumen. Bin mir ziemlich sicher, das wird was. Ich nehme den Satz nicht mehr in den Mund. Wir verabschieden uns hier von unserer... Oh, holla die Waldfee. Ich dachte, er wollte Bier herstellen. Na, dann geht's aber ganz schnell. Jetzt ist... ich teile dir einfach mal zu hier. Wie heißt der Trainer 16-17? Ja. Das ist aber die aktuelle Saison. Ja, also Jens Hertel. Was macht, die ist sehr intensiv hier, die ist fast schon intellektueller Natur. Ich gebe es dir im Training. Was macht man so beim Training? Steht so. Vielleicht wird es auch eine Kurzantwort wie die Kurzfrage. Naja, so einfach ist die nicht zu beantworten. Ja. Es sind ja viele Dinge, die zum Fußballsport dazugehören. Das setzt sich zusammen aus Athletik, also sprich Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit. Das sind halt Bereiche, die jeder Leistungssportler trainieren muss und dann natürlich für uns dann noch Technik und Taktik und dann und so setzt sich dann auch eine Vorbereitung zusammen und halt auch eine Trainingswoche. Es sind halt jeder Tag oder so sind bestimmte Inhalte Schwerpunkt und die versuchen dann abzuarbeiten. Bei uns meistens so, wir starten immer mit Kraft am Dienstag, wenn Montag frei war, dann ist meistens kleine intensive Spielform am Dienstagnachmittag und dann ist am Mittwoch und Donnerstag zusammen Spiel mit Ball und Spiel gegen Ball und am Freitag ist Abschlusstraining. Auch ich würde es gleich selber vorlesen und beantworten. Gerne. Wie ist der Tagesablauf von einem Fußballspieler? Ja, das ist auch wieder unterschiedlich, aber man kann ja mal kurz schildern. Also heute zum Beispiel um 7 Uhr, kurz nach 7, hat der Wecker geklingelt. Ja, ziemlich früh, weil wir natürlich um 8 Uhr die Krafteinheit oder 8.30 Uhr im Nautica hatten. Danach hat man eine kurze Mittagspause. Die verbringt man mit der Familie, isst zusammen, vielleicht frühstückt man noch zusammen. Dann ist um 13 Uhr wieder Training. Dann geht es meistens bis 15 Uhr, ja, kurz nach. Ja, dann hat man Feierabend. Ich bewege mein Po ins Büro. Das passt, oder? Ja, eine gewisse Lyrik drin. Ja, ansonsten geht man nochmal mit Mannschaftskollegen etwas essen und man hat ja auch ein bisschen Freizeit. Ein Fußballspieler, der lebt auch, muss man auch sagen. Welcher Spieler erhält die Nummer 1? Die hat Leo Zinger, der hat die Nummer 1. So steht die Frage hier, ja, deswegen. Aber ich denke, die ist irgendwie anders gemeint. Richtig. Die werde ich jetzt hier nicht beantworten. Okay, dann vielleicht die nächste. Oder ich habe jetzt Fragen hier, die in eine Serie münden. Wann wird denn die Vertragsverlängerung verkündet vom Trainer? Die kann ich auch nicht beantworten, die Frage. Aber es wird doch vielleicht schon Gespräche gegeben haben. Die hat es gegeben, aber die waren jetzt noch nicht so intensiv, sondern wir sind in dem Fahrplan, wie wir uns verabredet haben und da gibt es eigentlich nichts Neues zu sagen. Na, es gibt ja mal zwei Seiten bei so einer Geschichte, wo man sagt, wer zögert da jetzt eigentlich und warum? Es zögert gar niemand. Es ist einfach jetzt, haben wir nicht ausgeschrieben. Es war jetzt wenig Zeit, wir haben viel trainiert und noch jetzt noch in der Vorbereitung ist, glaube ich,
nicht so eine Zeit, sich dann in Ruhe hin und her zu diskutieren, in welche Richtung gehen wir da. Mhm. Ja, aber grundsätzlich. Ich frage mal ein paar Dinge ab. Fühlen Sie sich hier wohl? Ja. Ja? Finden Sie, dass Sie eine Mannschaft trainieren, die Perspektive hat? Das denke ich schon, ja. Ja? Ich denke, dann können wir uns auch die Antwort denken, die dann in nächster Zeit irgendwann kommen wird. Und ich denke, die anderen Modalitäten, daran soll es nicht scheitern. Anna, wann wird denn mit Tarek Scharet oder möchten Sie mit ihm verlängern? Hätten Sie ihn gern weiter in Ihrer Mannschaft? Also Tarek ist einer von den Spielern, der ist ja jetzt 2 Jahre bei uns. Der ist also mit als A-Jugendspieler schon mit ins Trainingslager gefahren, hat eine gute Entwicklung genommen. Wir haben jetzt nochmal auch, der hat im letzten Jahr 4 Kilo Muskelmasse zugelegt. Also das sieht man ihm auch an. Und der Dinge wahnsinnig aufsaugt und versucht umzusetzen. Also wo wir auch denken, der Junge hat eigentlich auch noch Potenzial für mehr, dass die Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Also wir würden gern mit ihm verlängern, aber wie gesagt, da gehören immer 2 Seiten dazu und da muss dann auch alles passen. Aber Mario hat ja Gespräche geführt, der weiß da vielleicht mehr. Mhm. Ja, jetzt ist er schon weg, jetzt kann ich nicht mehr fragen. Vielleicht machen wir es bei Bier. Das sind gleich 2 Fragen, aber ich würde die eine nochmal, gibt es nochmal vielleicht noch die eine oder andere Verpflichtung im Winter? Also der ist ja jetzt schon fast vorbei, aber... Ja, das Transferfenster ist noch bis Ende Januar offen und es kann ja noch viel passieren. Wir haben auch ein Spiel schon, kann sich jemand schwer verletzen, wo wir dann natürlich nochmal reagieren müssten. Und ja, das hängt immer von mehreren Seiten ab, aber ja, wenn nichts passiert, dann passiert halt nichts. Und wenn was passiert, dann passiert halt was. Also wir müssen mit allem leben. Das ist ja bunt, so ist es. Jetzt erzwingt hier jemand eine Antwort, das finde ich aber auch gut zum Schluss, und zwar wie hochprozentual ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 1. FC Magdeburg in die 2. Liga aufsteigen kann? Da muss man eine Antwort geben. Ja, wie gesagt, also wir wissen um unsere Chance, also wer nach der Hinrunde auf dem 2. Platz steht, der hat nicht so viel falsch gemacht, aber wir werden jetzt hier nicht irgendwie nach außen posaunen oder jetzt mit der Werbetrommel rumlaufen und sagen, hier, 1. FC Magdeburg ist zweitligareif. Wir wissen, was in uns steckt, was wir für eine Qualität haben, aber wir wissen genau, das geht nur, wenn wir an unser Maximum gehen. Und das versuchen wir und lass uns einfach ein paar Spiele spielen, lass uns Punkte holen und am Ende zusammenrechnen und dann sehen wir halt, wo wir stehen. Wenn das dann einer von den ersten 3 Plätzen ist, gut. Ja, war schon nicht schlecht. Herr Hertel, wie ist es bei Ihnen? Wollen Sie eine Prozentzahl oder einfach eine Wahrscheinlichkeit? Weil das ist ja gut gelaufen in der Hinrunde. Er hat gefragt, wie hoch... Hier gibt es ja bestimmt ein paar Statistiker, wie viele, die jetzt auf dem 2. Platz standen, alle. Sind dann am Ende aufgestiegen nach der Halbzeit. Ach so, aufgestiegen. Das wäre jetzt mal spannend zu fragen, ja. Also ich glaube, letztes Jahr war es Osnabrück oder so, die haben es am Ende nicht geschafft. Also... Ja, wenn man da steht, will man gerne da stehen bleiben, aber das ist in dieser Liga, sind viele Mannschaften, die natürlich auch auf diesen Platz schielen, die vielleicht sogar müssen, ansonsten müssen sie ihre Ziele gänzlich irgendwo neu aufstellen von der Seite. Also es wird spannend, wir freuen uns, das ist ja, macht ja diese 3. Liga auch aus, also dass man in ein Stadion geht und eigentlich nicht weiß, wie so ein Spiel am Ende ausgeht, weil jeder jeden schlagen kann und das ist für die Wettanbieter unangenehm, aber für uns oder für die Zuschauer ist es dann natürlich schon immer auch interessant, diese Spiele zu sehen. So, und ich sage an der Stelle, ich danke für einen Talk, und der ein Niveau erreicht hat, das darüber hinausging. Wir müssen kompakt stehen, wir sind zu spät in die Zweikämpfe gekommen und Ähnliches. Das waren öffentliche Worte und ich sage, wer so offen ist, der hat es eigentlich auch verdient, ganz oben anzuklopfen. 1 weiter. Herr Hertel, toi, 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 nehmt den Applaus mit. Marius. Danke. Ja, unseren Zuschauern sagen wir danke, dass sie Interesse an dieser passiven Sportstunde hatten und gerne mal wieder. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.